Cookies, Comic-Cookies, lecker. Comic-Cookies, Episode 60. Ja. Heute wieder mit mit dem liebreizenden Steffen. Ja. Und mit dem noch liebreizenderen Breedstorm. Das wollte ich hören, ganz genau. Hm? Ja, ja, Steffen. Ja, ihr hört, wir sind trotz der natürlich nicht einzuhaltenden Ankündigung, dass Sepp dabei sein könnte, doch nur zu zweit. Ja. Es hat mal wieder nicht geklappt. Wir müssen uns das angewöhnen, dass wir nichts mehr ankündigen. Ja, ich war ja noch eine Prophezeiung, dass ich gesagt habe, ich gehe zur Comic-Con in Frankfurt. Und wer war da? Ich. Jetzt. Oh, jetzt war ich übersteuert. Jetzt gibt's wieder Hashtag Lügenlord, Hashtag Ankündigungslord. Ach nee, das sind andere Podcasts. Ja, Lügenbreedstorm. Lügenstorm. Lügenpodcast. Ja. Du warst ja, wie ich schon gehört habe, in Frankfurt bei der Comic-Con und wirst uns gleich einiges dazu berichten. Und ich werde meine Gründe mal darlegen, warum ich mich entschlossen habe, dann doch nicht dahin zu fahren. Ja. Es war ja lang angekündigt und immer mehr Leute, irgendwie Schauspieler oder ähnliches, poppten auf, die dann da sein werden. Und ich dachte, naja, vielleicht kommt ja noch irgendwann was, was mich interessiert, so von den Menschen, die man da vielleicht sehen will auf so einer Con. Und ja, kam dann aber nicht, ne? Also da waren sehr, sehr viele Schauspieler, so, was weiß ich, die dritte, vierte Reihe von Game of Thrones war zum Beispiel da. Hätte ich mir zumindest mal aus der Ferne angeguckt, hätte wissend genickt. Aber da waren auch viele, die ich nicht kannte. Also Highlight für mich wäre gewesen, wenn ich da gewesen, Christopher Lambert. Mhm. Ein Held aus alten Jugendtagen, also aus der Phase, bevor Highlander 2 erschienen ist. Ja, diesen Heldenaspekt hättest du dir dann umgehend abgerungen auf der Comic-Con. Warum? So vom Gefühl her. Ja? Ja, da gab es eine Podiumdiskussion, man wusste nicht, wer jetzt eher einschläft, das Publikum oder Christopher Lambert. Ehrlich? Hä, aber es kann doch nur einen geben, auch bei so einer Podiumdiskussion. Ja, der hat dann auch so ganz langsam die ganze Zeit geredet, als dass es nur einen gibt. Und ich bin nicht im Internet und das ist da auch nicht. Und ja, okay. Ja, ich habe es dann mal so 2 Minuten lang probiert, aber mal zuzuhören und dann sind wir weitergelaufen. Ja, also um nochmal aus dem Ausgangspunkt, warum war Breedstorm nicht ankündigungsgemäß? Warum war denn der Breedstorm ankündigungsgemäß nicht da? Ich habe mir den Preis angeguckt und da wurde, glaube ich, für den Samstag wurden 25 Euro aufgerufen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ja, Respekt, das macht, was weiß ich, Erlangen oder München ja fürs ganze Wochenende, ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, da ist ja immer, wenn irgendwas in der Messe ist oder so, ist in Frankfurt oder in der Festhalle, ist immer damit verbunden, dass du einen öffentlichen Nahverkehr auch dabei hast. Das wäre bei mir Hin- und Rückfahrt 15 Euro, habe ich gesagt, ja, also dafür ist das gut. Mhm. Ist aber bei dieser Veranstaltung nicht gewesen, sodass ich sage und schreibe dann Minimum mal 40 Euro auf den Tisch gepackt hätte, dafür, dass ich ein paar Leute sehe, die ich ein bisschen kenne an Schauspielern. Wenig Comic-Content an sich für mich. Mhm. Also natürlich sehe ich immer gern Plemplem. Das wäre so ein Grund gewesen. Ja. Oder Next Art war, glaube ich, da, habe ich gelesen. Genau. Das wären zwei Sachen. Die hatten auch eine Kooperation, die beiden Verlage. Noch also, besser, ja. Das wären zwei gewesen, die ich mir immer sehr gerne angucke und mir eigentlich auch immer gern was hole. Ja. Aber sehen wir es ein, bei Plemplem, da schicke ich eine Bestellung hin und werde mir Trachtmen und andere Dinge, die mir in letzter Zeit gefallen haben, natürlich da holen. Mhm. Und Next Art ist eigentlich auch in Erlangen, München immer vertreten. Ja. Sodass dieser Punkt schon als mein Highlight gegolten hätte, wenn ich die 2 gesehen hätte. Und wie gesagt, ich bin nicht derjenige, der zu jemandem hingeht und sagt, hier hast 50 Euro, ich möchte gerne ein Foto mit dir. Nee, also, das habe ich auch nicht einem gemacht. Deswegen hätte sich das für mich nicht gelohnt. Und da wäre ich wahrscheinlich aufgrund dieser Erkenntnis, die ich dann wahrscheinlich da auch gehabt hätte, wahrscheinlich auch nicht so gut drauf gewesen. Mhm. Insofern passt das auch. Aber du hast ja einige Erlebnisse gehabt dort. Hast jetzt schon von einem schläfrigen Highlander berichtet. Ja. Was gab es denn sonst noch in Frankfurt? Ja, also es war eine Halle 3 und wir haben uns am Tag vorher eigentlich schon mal so den Hallenplan rumgeschickt. Und
ja, wir wussten, Halle 3, okay, an sich ist eine große Halle, aber wenn das da einigermaßen verteilt ist, ist das nicht sehr viel, was da jetzt geboten wird. Und so war es dann auch. Wir sind rein, dann sind durch den Haupteingang und dann sind dann erstmal erschlagen worden von zahlreichen Merchandise-Ständen. Das ist so das Erste, was einem entgegenkommt. Dann gibt es dann halt diese ganz lange Schauspielerallee, sage ich jetzt mal, wo die ganzen Stars aus Serien und Filmen dann sitzen und da ihre Autogramme geben. Da kann man mal den einen oder anderen Blick erhaschen. Und und dann, was war weiter hinten? Da war dann noch so, ja, eine Comic-Zone gab es natürlich auch. Da waren dann halt eben die Verlage, wo du jetzt schon welche erwähnt hast. Und und der Rest war dann halt so, wir stellen nochmal das Auto aus, also den DeLorean zum Beispiel, oder Kit stand da, oder die Ghostbusters hatten so eine kleine Bude, also das gab's dann, das waren aber so Cosplayer und in dem Sinne, ne? Oder die 501st Army, oder wie heißen die? 500 First Order, die Star Division, Wars, ja, die Star Wars, die offizielle Star Wars Cosplay Division da, genau. Ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal in das Fazit der Leute mit rein, die mit auf der Messe waren. Und dann gebe ich nochmal meins. Wenn das nicht zu laut ist, dann sitze ich hier zusammen mit Christina, Anna, Michael. Und wir waren zusammen auf der Comic-Con Germany. Nein. Falsch. Der nächste. German Comic-Con in Frankfurt. Ed war nämlich auch falsch. So, ja. Wie ist das Ding jetzt? Ja, die Anna hat es gerade richtig gesagt. Nochmal für die es noch nicht gehört haben. German Comic-Con in Frankfurt. Richtig. So. Alle machen klein. Michael, du als erprobter Messegänger. Ja. Jetzt guckt er mich so an, was meint denn der? Ein Grundfazit? Das verrate ich an dieser Stelle nicht, da müssen die Zuhörer den Podcast hören. Aber das hören sie doch in dem Moment. In diesem Moment? Ich dachte, wir hören ihn erst später. Ach so. Ja gut, dann verrate ich es. Also, zuerst war die Frage, ob sich ein Reingehen überhaupt lohnt. Und da hatte ich, weil ich schon zuerst drin war, mal in die Halle geguckt. Die war laut und voll. Das macht einen guten Eindruck. Dann sind wir selbst durch die Halle gegangen, in der laut und voll viel... Oh, sind das unsere Burger? Essen kommt. Essen kommt. So, nachdem uns jetzt das Essen in die Quere gekommen war, der Michael fummelt noch an seinen Pommes rum. Wolltest du trotzdem noch dein Fazit geben, oder? Okay, dann fragen wir doch erstmal die Christina. Du hast als Einzige eine Zeichnung abgeholt. Ja, ich war an dem Stand von The Deleted Scenes Off. Ich kannte die schon. Also so viel wie die gelöschten Szenen. Man muss es ja übersetzen, Entschuldigung. Ja, aber das ist... Was heißt denn hier, man muss es übersetzen, so heißen die? Ja, ja. Ich sag's ja nur. So. Ich bin heute ein bisschen auf Krawall gebürstet. Du bist auch schon mit den Leuten am Einlass angelegt. Willst du jetzt was? Nein. Naja, gut. Sag nichts ohne deinen Anwalt. Ja, genau, mach ich. Ich habe nichts gesagt. So, ich kannte die schon von der FedCon. Also die Federation Convention, die auch jedes Jahr früher in Düsseldorf, jetzt wieder in Bonn stattfindet. Eigentlich war das ursprünglich mal eine Star Trek Convention. Und der Zeichner, der John Tienel, hat damals beim Jemand verletzt. Hat damals schon mal seine Zeichnungen bei dem Künstlerwettbewerb von der FedCon ausgestellt. Und was ich ganz lustig finde, also er hat im Prinzip so ein bisschen weitergesponnen, was bei den ganzen Genreserien wie Star Trek, Star Wars,
Stargate und so weiter hinter den Kulissen passiert und da halt sehr lustige Funnies draus gemacht. Ja? Also einfach so eine Szene, die dann halt auch ein bisschen Crossover oder mit anderen Serien, und das sind ganz lustige Ideen dabei auf jeden Fall. Er hat auch eine Homepage und ich denke mal, die wird Steffen sicherlich auch dann verlinken. Ja. Ja. Und ja, und ich habe halt gefragt, ob ich eine Zeichnung haben kann, und er hat mir einen schönen Jean-Luc Picard gezeichnet. Mhm. Das sieht ganz schön aus. Ist ganz gut geworden. Also hat mir sehr gut gefallen. Gut. Die Comics selbst kennst du aber jetzt gar nicht so. Es sind auch keine Comics. Also das sind wirklich nur so Cartoons, ja, genau. Ja. Okay. So, dann machen wir doch mal mit der Anna weiter. Wie hast du es denn generell gefunden? Ja, generell war es, sag mal, ich fand es okay. Es war halt jetzt, also sag mal, von der Comicmesse hätte ich mir ein bisschen mehr, ja, mit Zeichnern vorgestellt. Es waren jetzt zwar auch Zeichner da, aber jetzt wirklich bekannte Zeichner nicht wirklich. Auch mehr so Cartoonisten hier in Frankfurt, ne? Also mehr so auch Independent-Sachen und waren halt viele Verkaufsstände, halt öfter mal auch so das Gleiche, immer das, was es halt jetzt so viel gibt, diese Funko-Pop-Sachen gab es halt viel und halt viel Klamotten-Sachen. Was ich halt immer ganz schön finde, sind so diese kleinen Stände von Leuten, die selber was machen. Es gab zum Beispiel eine Dame, die macht so kleine Portemonnaies und Taschen aus Comicbildern oder so Artbook-Bildern. Die sind ganz schön. Ansonsten. Pau Pau oder wie hieß das? Ja. Ne? So und so. Ja. Gibt es auch einen Link zu, den findet er dann. Ja, oder halt auch. Es gab ganz coole, bei den Filmsachen gab es ganz coole Versionen. Da war so eine von Findet Dory. Mhm. Die Höhle sah aus wie eine Schallplatte oder so. Das ist halt Sachen, die du halt so nicht vielleicht findest. Aber sagen wir mal so, das ist dann für mich nicht direkt Comic-Messe. Ich meine, es gab zwar auch Comic-Stände natürlich, wo man Comics kaufen kann, aber. Nicht so viele. Nicht so viele. Und was ich auch so ein bisschen. Sagen wir mal, interessant, schrägstrich seltsam fand, war, dass halt der Autogrammstand von den Stars, die da waren, dass das so offen war. Da konnte man, ich meine, da stand zwar überall keine Selfies, aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre da einer rumgerannt und hätte einen davon abgehalten, da Selfies zu machen. Und. Christina möchte was sagen. Du musst ja, um ein Foto oder ein Autogramm zu bekommen, ja halt dann auch nochmal extra zahlen. Aber ich glaube, ich wäre mir schon ein bisschen verarscht vorgekommen, wenn dann die Leute hinten dran stehen und sich dann halt vom Weiten irgendwie Fotos machen. Und ich gebe da halt extra Geld aus, um ein Foto mit der Person machen zu können. Gut, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe, also ich bin eh nicht so ein Fan von solchen Sachen, weil ich brauche sowas nicht unbedingt, ja. Aber... Ich meine, so eine Zeichnung ist halt für mich nochmal was anderes, als jetzt irgendwie ein Foto mit irgendwelchen Stars zu machen. Und ich muss auch sagen, so von den Stars in Anführungszeichen, das waren jetzt für mich jetzt nicht so die große Star-Auswahl, ja. Also, war mal der Highlander war da, Mensch. Ja, Mann, der Highlander. Okay, Emma Watson, fand ich cool. Wo war der? Die war versteckt hinten im Gang. Genau, die Emma Watson war ja neben den Kabinen, die Geld kosten, war die ja eine extra Kabine. Ah, okay. Das wusste natürlich keiner, deswegen hatte ich viel mehr Zeit mit ihr als. Also, der Michael, das ist immer der so ein bisschen Fake News verbreitet hier bei uns. Deswegen nicht ganz alles für bare Münze nehmen, was er erzählt, aber wie hat es dir denn jetzt gefallen? Mir hat's geschmeckt. Ach, du meinst nicht das Essen, sondern die Comic-Con. Ja. Also insgesamt. Heißt die halt Comic-Con und da kommt das Wort Comic drin vor. Und für die Leute, die jetzt vielleicht nur wegen Comic-Zeichnern, wegen Exklusiv-Comics kommen, die kriegen da nur eine süße kleine Nische Comics auch mit. Und ansonsten sind große Stände für zum Sitzen, wenn man sich was zu essen geholt hat, und große Plätze für Warteschlangen, wenn man dies und das und jenes bezahlt, nochmal kurz erleben möchte. Aber was ist halt schön und atmosphärisch gemacht haben. Das lag jetzt nicht so an den Veranstaltern, sondern vielmehr an
den ganzen Leuten, die gekommen sind, weil da sind die allermeisten einfach im Cosplay gekommen. Das heißt, da sind überall verkleidete und zwar sehr schön und originell und original verkleidete Leute gekommen, dass du dich mitten unter Star Wars, Stormtroopern, Charakteren, sonstige gesehen hast. Die waren auch alle bereit, sich mit dir fotografieren zu lassen. Das heißt, war nicht nur ein tolles Feeling vor Ort, sich unter denen zu bewegen, sondern man hat dann auch theoretisch Erinnerungsfotos machen können. Dafür gab es dann auch extra Stände, so mit ein paar Hintergrundwänden, die, wo dann pro Stand zum Beispiel der Thor posiert hat, dass du dich mit ihm hättest fotografieren lassen können. Ich selbst bin halt ein Comicleser, ich selbst bin halt jemanden, der wegen dem Stichwort Comic auch da war. Schön, dass die Kleineren, die ihre Comicstände hatten, dadurch mehr wahrgenommen wurden, weil nämlich Große überhaupt gar nicht da waren. Also es waren keine internationalen Comiczeichner da, war jetzt keine Überraschung, wussten wir ja vorher. Es waren keine größeren Comicverlage da, es waren keine internationalen Comicverlage da und da hatten die kleinen Comic-Künstler natürlich, jeder, der nach Comics guckt, die ganze Aufmerksamkeit. Und da gab es auch ein paar schöne Stände, ein paar angenehme Sachen, Sachen, für die man sich jetzt deshalb viel mehr Zeit nehmen konnte und entdecken konnte, weil man nicht abgelenkt wurde von den alles erschlagenden, obercoolen Comics. Und da war halt eine Künstlerin, die hatte gerade gezeichnet und ich habe links und rechts und oben und unten geguckt. Das heißt, sie hat nicht wahrgenommen, wo ich gerade hinschaue, aber ich stand halt vor ihr und irgendwann guckt sie hoch. Genau in dem Moment gucke ich auf ihr Blatt und dann hat sie gedacht, ich gucke wahrscheinlich die ganze Zeit zu, wie sie zeichnet. Und da habe ich ihr dann nur schnell, weil sie mich erwartungsvoll angeguckt hat, gesagt, dass es sehr schön gezeichnet ist. Und dann war sie auch glücklich. Ich habe hinterher nochmal nachträglich geguckt. Es war wirklich sehr schön gezeichnet. Also ich habe nicht gelogen. Es war halt postfaktisch schön gezeichnet. Es waren richtig schöne Zeichnungen. Hat mir sehr gut gefallen. Und daneben war ein Stand. Da hat eine Frau ihre Werke präsentiert und mir haarscharf erklärt und gezeigt. War auch interessant. Sie hat nämlich ursprünglich vorgehabt, einen Comic mit ihrer eigenen erfundenen Welt zu machen. So ein Halloween-Land, wo Kürbisse leben und kleine Stofffiguren leben und Charaktere leben, die Elfen. Die Puschel. Wie hießen die? Puschel. Ach, genau, genau. Da gab es nämlich eine Puscheltüte. Jawohl. Das war mir zuerst ins Auge gefallen. Ich wollte wissen, was eine Puscheltüte ist. Deswegen habe ich da mal geguckt, was das war. Und die Puschels und die ganzen anderen Kürbisse und Co., die leben halt in einem Halloween-Land und erleben da Abenteuer und das ist eine ganze Welt und die hat sie sich richtig schön ausgedacht. Und in dieser Welt wollte sie einen Comic spielen lassen und hat sie aber festgestellt, das kriegt sie gar nicht verwirklicht, nicht realisiert, innerhalb von irgendeinem Zeitrahmen, das umzusetzen und einfach am Markt zu bringen. Und da hat sie gedacht, sie macht daraus, was sie jetzt schon alles vorab gearbeitet hat, also das Land entwickeln, die Charaktere entwickeln, die Ideen festhalten. Daraus macht sie ein Artbook, das wunderschön aufgemacht sein soll, was vorne ab so ein bisschen einführt in diese Welt. Die Zeichnungen sahen ganz interessant aus. Ich glaube, das könnte theoretisch was werden. Und da wollte sie halt ein Artbook machen, wo zu den Illustrationen und Ideen, Skritzeln, Dein und sowas eben dann ihre Notizen zustehen. Das soll dann nächstes Jahr rauskommen, fand ich ganz interessant. Gut. Christina, was hat dir denn am besten gefallen an der Comic-Con? Jetzt muss ich lange überlegen. Eigentlich meine Zeichnung. Okay. Anna, was hat dir am besten gefallen? Ich glaube auch die Menschen einfach. Auch die Zeichnung von der Christina? Ja, ja, auch die Zeichnung von der Christina. Ist wunderschön. Ich bin ganz neidisch. Vielleicht klaue ich sie nachher noch. Naja, auch die Menschen. Ich meine, da waren dann einfach, wenn du so viel Cosplayer hast, dann kommen teilweise auch sehr interessante Crossover zustande. Wir hatten zum Beispiel, sind wir an einem Stand vorbeigekommen, wo von Assassin's Creed, wo dann gerade ein Deadpool dabei stand. Das war ein sehr interessantes Crossover. Genau. Das war doch cool. Da wird man dann gleich inspiriert. Ja. Und ja. Oder ein Spiel zu entwickeln, das. Genau, genau. Also ich muss auch sagen, also was man halt zum Beispiel jetzt von Erlangen oder, also ich war jetzt ja selber bisher nur auf in Erlangen oder nicht so kennt, ist, dass halt wirklich sehr, sehr viele Leute in verschiedensten Verkleidungen rumlaufen. Also von Comic, DC oder Marvel-Universum bis Star Trek, was haben wir noch gesehen, Manga, Anime, es gab auch ein Maid-Café.
Spiele und oder auch teilweise, glaube ich, so Eigenkreationen. Also und größtenteils waren die Kostüme auch wirklich alle selbst gemacht und das fand ich halt schon schön. Also sehr schön war auch die Maid, die bei dem Walking Dead Stand rum saß. Das war auch ein interessantes Crossover, muss ich sagen. Okay. Teilweise waren halt die Cosplayer zum Beispiel gebucht da oder zum Event da, aber die sehr, sehr, sehr viele Besucher waren halt auch gecosplayed und diese Mischung war genau richtig. Das war ein richtig schönes Flair, da durchzulaufen, selbst wenn man nicht verkleidet ist als Merida oder Schlumpf. Also was mir auch ein bisschen, also was für mich ein bisschen angenehmer war, Anna und ich waren letztes Jahr auch in Stuttgart auf der Comic Con Germany. Das ist nämlich die andere Veranstaltung. Oder der Veranstalter, jetzt habe ich es wieder. Da war es damals sehr, sehr voll. Also da haben sie, die hatten wesentlich mehr Stände, wobei sich das so wie hier ja auch dann irgendwann wiederholt und man nur noch denkt, ist jetzt nur noch Funko Pop Figuren und irgendwelche anderen Sachen. Deswegen fand ich das, was ich hier angenehm fand, war, dass die Stände weiter auseinander waren und auch nicht so viele Leute da waren. Ob das jetzt für die Veranstaltung spricht oder nicht, dass sie nicht ausverkauft waren, so wie damals in Stuttgart. Für die Besucher macht es angenehmer, weil man sich einfach nicht durch die Gänge schiebt. Ja? Also da hat man sich echt geschoben und so eine Halle ist sowieso schon nicht so das Schönste, sag ich mal. Wenn man da längere Zeit ist, jeder, der eher auf irgendeiner Messe mal war, kennt das. Aber dadurch, dass das nicht so gedrängt war, war es dann doch noch ganz angenehm. Ja, stimmt, man konnte mal so seinen Rückzugsbereich eher finden als bei anderen Messen. Genau, also die Gänge waren breiter, als man es sonst vielleicht kennt. Vielleicht haben sie die gängigen Gänge, die waren breiter. Vielleicht haben sie sich darauf eingestellt, dass da mehr Leute durch sollen, deswegen breiter gemacht. Aber dadurch, dass es nicht so übervoll war. Oder auch einfach nur dickere Menschen vielleicht. Oder so. hat man halt auch vor sich was gesehen als nur andere Menschen. Was ein bisschen schade ist, dass sie halt die leere Halle einfach nur ein paar Stände reingestellt haben, statt mal die Halle selbst auszuschmücken, nur mit typischen Planen, mit Hinweisschildern. Der Boden war der Messeboden, also Beton. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr optisch machen können von den Veranstaltern her. Zum Beispiel Teppich mit coolen Figuren drauf, mit Motiven drauf, mit Hinweisschildern, irgendwas. Wäre cool. Hätte man viel mehr machen können. Aber wenn man halt hauptsächlich eine Con macht, mit dem Gedanken, wir bieten ein paar Sachen und das muss reichen. Hauptsache Eintritt kommt rein. Vielleicht kommt man da nicht auf die Idee, es auch mit Herzblut schön zu machen. Das weiß ich jetzt nicht. Muss man mal abwarten, wie sich es entwickelt. Ja, genau. Bitte? Wir haben gar nicht vom Merchandise gesprochen. Doch. Haben wir? Ein bisschen. Es gab sehr viele Merchandise-Stände. Ja. hast du das schön gesagt. Jetzt haben wir das auch noch, jawohl. Es gab sehr, sehr viele Merchandise. Also wir sind hier rein in die Messe und erstmal erschlagen worden von Merchandise-Ständen. Genau. Habt ihr euch denn was gekauft auf der Messe? Also, das kann man jetzt auch nochmal fragen. Ich glaube, fast jeder hat sich so ein bisschen was gekauft, wenn es eine Kleinigkeit ist. Wenn das jetzt das Einzige wäre, Merchandise-Stände, also woanders gibt es Geschäfte, da darf man umsonst rein und was kaufen. Das sind dann Läden. Und da ist es halt eine Messe, die kostet Geld und hat Sachen zum Verkaufen. Und dann ist halt die Frage, ob Merchandise das Einzige wäre. Aber es gab ja eben noch die anderen Aktionen, die jetzt nicht speziell auf mich abgemünzt waren. Aber der Gesamteindruck, finde ich, das war schön. Das Pizza.de-Rad, das war doch bestimmt auch gut. Das Pizza.de-Rad müssen wir natürlich noch, das wird wieder Schleichwerbung, wird mir jetzt vorgeworfen, aber naja. Es gab einen Pizza.de-Rad. Da gab's das Lieferservice-Rad. Genau. Jetzt haben wir das aber schon gesagt. Naja, gut, egal. Ist egal. Da hattest du auch eine super Frage. Meinst du, die mir gestellt wurde oder die ich jetzt an... Also man muss vielleicht also das Prinzip erklären. Man hat das Rad gedreht, dann gab es eine Nummer und diese Nummer hat eine Zusammenstellung von Fragen abgebildet, die man dann erquissen musste. Und daraufhin, wenn man dann entsprechend genug wusste, hat man ein Tütchen zusammengestellt bekommen. Genau, ich habe
auch gedreht. Ich habe die Oberkuhle 1 gedreht beim Rad, kam dann raus und dann kam, geil, ich hatte die 1. Die anderen haben alle irgendwelche Nummern, ich hatte die 1. Ich glaube, Steffen hat die 15 und 16. Die 16. Oh, das ist auch auf ja, also nicht nur die 15, sondern gleich die 16. Und bei mir kamen dann halt Fragen und ich frage mich immer, ob ich nochmal nachfragen soll, wenn ich das nicht verstanden habe oder ob es vielleicht gar nicht so wichtig ist, dass ich einfach so ein bisschen poker und so tue, als hätte ich es verstanden und antworte irgendwas. Ist ein sehr ehrlicher Mensch gerade. Ja, also manchen ist es unangenehm, wenn sie merken, dass sie nicht verstanden wurden und dann wird siebenmal nachgefragt. Deswegen habe ich kein einziges Mal nachgefragt. Ich wurde zum Beispiel gefragt, was essen die am liebsten? Und dann gab es da drei Antwortmöglichkeiten. Pizza, Pasta und was Drittes. Das Dritte hatte ich jetzt auch nur halb verstanden und ich habe leider nicht verstanden, wer das am liebsten isst und habe dann das Dritte gewählt als Antwortmöglichkeit. Es war leider falsch. Pizza wäre richtig gewesen. Im Nachhinein hat der Steffen gesagt, es könnte was gewesen sein, wo die Antwort Pizza ist, was wir alle kennen. Und ich hatte auch, also wenn ich mir irgendwie hätte zusammenreihen müssen, wen sie da gefragt hatte, wer was am liebsten mag, irgendwas mit Tür. Und da habe ich, also ich habe mir, mein Gehirn hat mir irgendwie zusammengereimt, dass sie vielleicht gefragt hätte, was essen die Türken am liebsten. Und da hatte Steffen einen ganz guten Vorschlag, was es sonst gewesen sein könnte. Weil die Antwort passt ja eigentlich, also soweit ich das jetzt statistisch weiß, auch nicht ganz. Ich weiß es nicht. Ja. Steffen, was hast du jetzt nochmal vorgeschlagen? Ich bin dann drauf gekommen, dass es eventuell die Turtles waren. Wenn ich das da schon gedacht hätte und gewusst hätte oder verstanden hätte, dann hätte ich die Antwort gewusst. Also ich habe leider eine Antwort falsch beantwortet. Würde jedenfalls zu Pizza passen. Und, und zum Thema Comic-Con im weiten Sinne, Comics auch. Was hast du denn für Fragen? Ja, meine Fragen waren sehr comicbezogen. Ich muss sagen, es war ganz toll. Die erste Frage war, wofür ist American Pie bekannt? Apfelkuchen oder Apfelmus? Das wusste ich ja noch. Und dann kam die zweite Frage. Welches Dessert wurde durch Sex in the City bekannt? Und ich muss dazu sagen, ich habe Sex in the City geguckt, aber ich habe mir immer nie bewusst, dass sie da irgendwann ein Dessert essen. Das Einzige, was die immer essen oder beziehungsweise zu sich nehmen, ist Cosmopolitan. Und das war's nicht. Es war dann Cupcakes. Aber gut. Hattet ihr immer nur zwei Fragen? Ich hatte gleich drei. Wahrscheinlich, wenn man eine Frage nicht richtig fragt, gibt es nicht drei, sondern nur zwei Fragen. Hoho. Hoho. Was meinst du? Das erste war eine SpongeBob-Frage, dazu kann ich gar nichts sagen. Das hat sie nicht gewusst. Ja, ich gucke halt kein SpongeBob, Mann. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Man kann nicht alles gucken. Ich auch nicht. So. Ja. Meine drei Fragen waren. Was war denn die erste? Reinheitsgebot. Also irgendwas mit dem Reinheitsgebot, das war aber nicht die erste. Das war die zweite. Und das dritte war dann, welchen Preis gibt es für den schlechtesten Film? Das war die Goldene Himbeere. Achso, und das erste war, das Leben ist wie eine Schachtel voller Pralinen, musste ich dann antworten. Ja, aus dem Film Forrest Gump. Ja, also Gesamtfazit kann man mal machen, so eine Messe, aber mit Einschränkungen. Also wer jetzt Comics erwartet, der wird dann eher enttäuscht sein. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also wer Comics erwartet, der muss vielleicht jetzt unbedingt nicht auf so eine Messe gehen. Ich denke mal, Stuttgart hat vielleicht noch dann den Vorteil, dass da halt Panini Heimspiel hat und dadurch da noch ein paar mehr Zeichner sind. Letztes Jahr war da auch nicht so viel los, also nicht so wie in Erlangen, wo echt die Schlangen ewig waren oder beziehungsweise man nur noch mit Würfeln irgendwie an Zeichnungen kommt. Das fange ich auch schon an. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr sein wird, keine Ahnung. Aber jetzt, also hier muss ich sagen, dass bis auf Lapan, die Joscha Sauer da hatten, jetzt nicht unbedingt die bekannte Zeichner da waren. Ja, stimmt, Lapan hatte auch ein Rad. Da muss man mal keine Fragen beantworten, da hat man einfach was gewonnen. Ja, ich habe eine Plätzchenstechform habe ich gewonnen. Von einem Dinosaurier. Wir freuen uns schon auf die Plätzchen, Steffen, die du uns jetzt beibringst. Was hast du? Was ich gewonnen habe? Bei Lappern am Glücksrad habe ich ein Magnet gewonnen mit nicht lustig Motiv drauf. Hattet ihr da auch was? Nee.
Ich habe zwar gedreht, aber ich habe nichts gewonnen. Und du durftest nochmal drehen. Das war ja wie ein Gewinn. Ja, und dann habe ich. Ja, ich habe zweimal drehen dürfen. Beim ersten Mal war dann, ja, ich darf nochmal drehen und beim zweiten Mal habe ich dann verloren. Und dann habe ich einen Aufkleber bekommen als Trostpreis. Du hattest auch einen Aufkleber? Nee, ich hatte auch einen Küchenmagnet. Also auch einen Magnet, ja. Mit Lichtnussstickmotiv. Also wenn du jetzt die Plätzchen backst, das sind viel zu viel, dass die im Kühlschrank aufgehoben werden müssen, dann mit zwei Magneten lieber außen dran pinnen können. Das ist super, ja. Also als Comic-Verlag war noch der Next Art, habe ich noch gesehen. Und was hat's? Blem. Ja, Blem Blem auf jeden Fall. Und du hast auch noch was gesagt vorne. Nee. Alaban hat es richtig gesagt. Okay, ja. Das war's so im Grunde, ne? Ansonsten halt, wie gesagt, so kleine, habt ihr ja schon erwähnt, so kleine Projekte, die dann da sitzen und Sachen zeichnen. Und so. Was? Verstehst du den auch immer schlecht? Ja, ganz schlecht. Hier ist ziemlich laut, deswegen, genau. Machen wir jetzt Verabschiedungsrunde. Wir sind nachher einfach den Postkasten, ja. Wissen wir, was der Steffi sagt. Ja, sagen wir auch so, man kann es mal machen, Comics ist ein bisschen, ne? Es ist ganz schön, um halt so das kleinere, ja, so Merchandise-Sachen, dass man das entdecken kann. Das, dafür ist es ganz schön, aber ja, sie sind dann auch, wenn man auf einer Messe war, dann auf der nächsten Messe sind die meistens die gleichen. Das ist dann, stimmt. Da kann man dann nur gucken, wenn man bei der einen Messe was nicht bekommen hat, ob man es dann nochmal bekommt. Ja. Okay, dann danke ich euch recht herzlich. Bitte, bitte, auf den Messen. Du sollst Tschüss sagen. So, du hast Danke gesagt, da sagt man höflicherweise bitte. Das habe ich so gelernt. Tschüss. Und ich schalte zurück ins angeschlossene Funkhaus. So. Ja, und mein Fazit zu dem Ganzen schließt sich eigentlich an das alles an. Also ich würde auch sagen, von den Veranstaltern selber kam jetzt herzlich wenig, was da irgendwie an Leistungen aufgebracht wurde. Das hat sich irgendwie am Eingang schon abgezeichnet. Das hat sich über die ganze Messe so abgezeichnet. Und das meiste kam halt tatsächlich dann von den Leuten, die dann da waren, also den Cosplayern. Die haben so ein bisschen Farbe mit reingebracht in das Ganze. Im Grunde kann man sagen, wer schon mal auf der Comic Action war, im Grunde ist es genau das. Plus halt den Aspekt, dass dann da ein paar Stars rumsitzen. Viel mehr ist es nicht. Ja, aber was hast du denn gemacht die ganze Zeit? Du bist reingegangen? Wir sind reingegangen, haben uns so mehr oder weniger an den Merchandising-Ständen getummelt. Mhm. Haben da mal ein bisschen geguckt, was gibt's da so? Kann man da vielleicht irgendwo ein Schnäppchen machen? Es gab auch die obligatorischen Schnapperstände. Also das heißt, da wo DVDs halt relativ günstig verscharrt werden und sowas. Dann sind wir mal zu den Comic-Verlagen hin, haben da mal einen Blick gewagt und so weiter und so fort. Wie zu hören war, hat sich die Christina als Einzige was zeichnen lassen. Und wem hat sie sich was zeichnen lassen? Von dem, was sie gerade erzählt hat. Und was da verlinkt ist, nämlich von Deleted Scenes. Das ist Online-Magazin, glaube ich. Oder Online-Comic, auch so eine Art. Ja, im vorigen Kapitel auf jeden Fall verlinkt. Und das war das. Ja, und viel mehr haben wir da eigentlich nicht gemacht. Also gut, ein paar Fotos halt mit den Fahrzeugen, die ich vorhin schon erwähnt habe, also mit Kit und mit dem DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Jurassic Park Mobil stand da noch irgendwo rum, so ein... Durftest du aber nicht rein, ne? Du hast nur ein Foto davor. Doch, in das durften wir sich sogar reinsetzen. Das Jurassic Park Mobil? Nee, in den DeLorean. Oh. Also es gibt ein Foto von Michael, der saß im DeLorean. Mhm, gut. Ist ganz kurz in die Vergangenheit. Genau. Nee, und ansonsten, ja, das war's eigentlich. Also wir waren auch nur gefühlt, ja, nicht länger als 2 Stunden da. Ja, also. Okay. Das haben wir aber tatsächlich vorher schon gesagt. Also viel länger werden wir da nicht sein, weil, wie gesagt, für uns kommt halt nicht in Frage, uns irgendwie bei Stars anzustellen oder sowas. Ja. Und dann bist du halt wirklich relativ schnell durch. Den längsten Part hat wirklich noch die Christine eingefahren, weil die halt sich was zeichnen lassen. Mhm. Da haben wir dann am längsten gewartet, sage ich jetzt mal, in dem Moment. Aber ja. Und dann bin ich halt auch mal kurz diese Starallee da langgelaufen und hab mal geguckt, ob man jemanden kennt oder so.
Und aber das war's dann halt auch. Konntest du viele zuordnen? War ja, glaube ich, in Gotham war, glaube ich, ein Mensch da. Da waren mehrere Menschen da. Also von Gotham, da habe ich den, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, also der große Schlägertyp, der dann für den Pinguin praktisch tätig ist und vorher für Fisch Mooney. Der saß da und dann die ihr blonde Barbara, die praktisch erst mit Gordon irgendwie zusammen war und dann ins Arkham Asylum irgendwie auch mitgekommen ist und so. Ja, also die hat man mal kurz gesehen. Von Sons of Anarchy jetzt leider habe ich keinen gesehen. Die saßen gerade nicht am Stand, als ich da vorbeigeschlendert bin. Das hätte mich auch nochmal so interessiert, aber ja. Wie gesagt, dann hätte ich auch nur geguckt, hätte vielleicht mal kurz gewunken und wäre dann weitergelaufen. Ja? Weil, wie gesagt, dafür jetzt Geld auszugeben, ist dann halt auch nicht so meins, ja. Ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, dass relativ wenig Comic-Content an sich gewesen ist. Ist die Frage, sollte man das Ding vielleicht eher umnennen in, was ist Starcom? Entertainment-Con. Ja, oder Movie. Also ich sag mal, für so einen Verlag. Also du weißt ja, was dahinter steht. Die Comic-Con in den USA ist halt eine etablierte Marke an sich, obwohl das keine Marke ist, glaube ich. Aber das ist halt das, was bekannt ist, was durch Big Bang Theory und andere Serien oder ja so Sachen halt bekannt geworden ist. Und natürlich wollen die alle den Namen mitnehmen, den bekannten. Ja, okay. Und deswegen nennen sie es so, aber es ist keine Comic-Con. Also es ist, man hat alibimäßig, wie gesagt, 3-4 Verlage da, aber das war's. Ich sag mal, für einen kleineren Verlag, der da ist, ist es wahrscheinlich eine relativ gute Chance, sich zu präsentieren, weil dadurch, dass keiner von den, sag ich mal, kommerziell erfolgreichsten Verlagen da vertreten ist, kommt man ja automatisch, kommt da jeder vorbei, weil, ne, also ich sag mal, wenn ich zu einer Comic, auch wenn ich meinen Fokus vielleicht auf Filmen hätte, würde ich doch mal gucken, welcher Comic-Verlag ist da. Und da ist natürlich für so einen kleineren Verlag eine gute Chance, sich zu präsentieren und zu zeigen, hier, wir haben was, weil in Erlangen oder München, da hast du ja, also da sag ich komme da gar nicht komplett durch. Also wenn ich da alles, was mich interessieren würde, machen würde, dann bräuchte ich mal noch eine Woche länger oder so. Und da kannst du dich dann, oder ist dann der Kunde zielgerichtet dafür da? Das kann man natürlich nicht so wirklich miteinander vergleichen, weil das hat beides irgendwie Comic im Namen, aber das war's dann halt auch. Ja, du hast ein bisschen Comic-Content bei dem einen und fast ausschließlich Comic-Content bei dem anderen. Und das ist halt das ist schon ein Riesenunterschied. Also Comic-Fans würde ich immer empfehlen, Comic-Salon oder Comic-Festival anzusteuern, weil das ist dann halt einfach um einiges besser, wenn man jetzt gezielt nach Comics sucht oder nach Zeichnungen und so weiter und so fort. Bin gespannt, wie das zeitgleiche Terminieren von der Geschichte in München, also dem Comic Festival und der Con, ob sich das irgendwie auswirkt oder ob man dann wirklich sagt, ja, das sind komplett andere. Und wenn auf wen, ne? Und wenn und positiv, negativ. Wir werden es aus der Ferne betrachten. Oder gehst du jetzt doch hin? Naja, nachdem du gesagt hast, du möchtest nicht, habe ich mich dann auch nicht weiter, also ich hätte theoretisch frei, aber allein gut, war ich theoretisch frei hätte ich auch, motiviert. Aber ich irgendwie zieht's mich überhaupt nicht in diesmal. Das Schöne an München ist ja für mich, dass ich da sehr entspannt sein kann mir das in Ruhe alles angucken. Da gibt's diverse Panels, die dann sind, die ich recht interessant gemacht fand. Mir hat auch die alte Messehalle dafür sehr gut gefallen. Also das wäre relativ entspannend für mich halt. Aber wie gesagt, allein war ich jetzt nicht so mega mäßig. Ja, aber du kennst doch da Leute. Ja, na klar, na klar. Ja, also ich hatte noch mal ganz kurz. Ich kann doch nicht ohne meinen Techniker dahin. Ach, das kannst du schon. Kommst du allein klar mit dem Aufnahmegerät. Mit den Aufnahmen schon, aber nicht mit dem Hochladen. Schneiden, rendern, hochladen. Ja gut, das muss ich dann machen, ja, aber das kann ich auch danach machen, das ist jetzt nicht das Thema. Ja. Na gut, du bräuchtest halt, na gut, egal, das wird jetzt, geht jetzt zu sehr ins Detail. Kommen wir dann nachher auf Air nochmal. Nochmal ganz kurz zur Comic-Con zurück, also ich habe ganz kurz mit dem Thorsten gesprochen, leider nicht aufgenommen, weil ich blöd bin und in der Halle nicht dran denke, dass ich das Aufnahmegerät dabei habe. Wir reden von Thorsten Brochhaus von Blam Productions, der das grandiose Shark Farmer gezeichnet hat. Genau. Ja, und da stand sogar eine Figur rum, die sah richtig gut aus. Die ist gar nicht schlecht, ja. Also so eine
Actionfigur-Kurse. Ne? Also, aber ich meine, es war keine Actionfigur, aber es sah ganz gut aus. Also, jedenfalls, mit ihm habe ich ganz kurz mich unterhalten und er habe halt auch gefragt, wie läuft es denn so und so. Und das sagte er, gut, bei der ersten in Dortmund damals, da waren die ja wirklich, also da war der Stand ständig irgendwie umlagert, weil das war halt einer der wenigen Comicstände da. Ja. Hier war es jetzt auch so, aber also er sagte, ja, es ist gut zu tun, aber in Dortmund war halt mehr damals noch. Mhm. Und da sollte man vielleicht irgendwann demnächst nochmal mit ihm sprechen oder auch mit Chris, wie sich das so entwickelt über die Comic-Cons hinweg. Mhm. Weil sie haben ja dann doch ein paar jetzt schon mitgenommen, auch die in Stuttgart, meine ich, die ja von einem anderen Veranstalter ist. Ja, da könnte man irgendwann demnächst mal mit denen reden. Ja. Wenn du zum Beispiel in München wärst neulich, oder so. Er war ja neulich schon bei, ich meine, Yay Comics war ein Interview. Ja. Ne? Ja. Aber gucken wir mal, ja. Ja, ja. Ah ja, stimmt. Das habe ich aber, glaube ich, noch gar vielleicht nicht. Vielleicht gibt es ja auch mal wieder einen Signiertermin im T3 oder so. Mhm. Das wäre schön. Das wäre so der ideale Rahmen. Genau. Ja. Mhm. Ja, genau. Gut. Ja. Würdest du noch mal hin? Bisschen ernüchternd. Also jetzt nicht zwingend. Hm? Aber wenn es sich ergibt und also die Anfahrt war halt wirklich für mich ja, klar, optimal. Ja, rein in die S-Bahn, umsteigen in die U-Bahn und fertig. Dann bist du da. Aber zwingend muss ich nie nochmal hin, aber ich habe ja diesmal gesagt, diesmal würde ich es halt wirklich gern, weil wenn das schon mal vor Ort ist und so weiter und so fort, einfach um das mal zu sehen. Aber wenn jetzt wirklich nichts anderes ist an dem Tag und dann würde ich ganz gern nochmal vorbeischauen. Ja. Mhm. Vielleicht auch mit ein bisschen mehr Geld in der Tasche. Weil, wie gesagt, bei den Schnapperständen kann man dann doch ein bisschen seine DVD-Sammlung aufbessern oder seine Blu-ray-Sammlung. Mhm. Da gibt es dann schon einiges, was man entdecken kann zu relativ günstigen Preisen, aber ja. Genau. Gut. Ja. Was hast du so gemacht an dem Tag? An dem Tag habe ich, glaube ich, einen Flohmarkt besucht. Ah, ja, so ähnlich. Ne? Und da kommen wir gleich zufällig. Oh, goldene Überleitung. Goldene Überleitung. Hey, ich kann's doch. Da habe ich einen Flohmarkt besucht. Ihr wisst, ich bin ja in letzter Zeit ein bisschen spielmäßig auch unterwegs. Comics sterben dadurch natürlich nicht aus, aber ich sag mal etwas weniger als früher, was man auch jetzt also ein bisschen an dem, was ich gelesen habe, was aus meinen alten Stapel rausgezogen wurde. Okay. Aber das ist natürlich kein Zeichen von minderer Qualität. Und mit Spielen ist es natürlich so, aber genauso wie bei Comics und anderen Sachen, irgendwann, wenn du was intensiv sammelst, hast du so viel davon, dass du nicht mehr genau weißt, im Zweifelsfall, habe ich das jetzt schon gekauft oder habe ich das jetzt noch nicht gekauft. Oh, ja. Ne? Und speziell bei Spielen ist ja so, da gibt es diverse Reihen. Ne? Ich sag jetzt mal Silent Hill, Resident Evil, egal was, wenn man ein Sportspiel mag, vielleicht ein FIFA oder so, die immer wieder erscheinen. Mhm. Und da kann es durchaus mal vorkommen, dass ich sage, das ist jetzt günstig, das schieße ich mir jetzt meinetwegen mal bei eBay oder nehme es mir auf den Flohmarkt mit und habe es dann vielleicht schon doppelt. Mhm. Und um das zu verhindern, habe ich eine App gesucht, die das alles so ein bisschen verwaltet für mich. Mhm. Für Comic-Fans gibt es ja, glaube ich, die Comic-Box. Und die Comic-Box beruht auf den Daten von comichunters.net. Mhm. Das ist eine Seite, wo ich auch diverse Comics gerade in der Anfangszeit eingepflegt habe. Also da kann man die Sachen selber einpflegen und konnte die auf einer Homepage verwalten. Und die Comic-Box nimmt das jetzt wohl und da kann man die auch per App dann verwalten. Ne? Mhm. Das war jetzt für mich aber jetzt dafür nicht wirklich geeignet. Also ich habe die Comicbox auch nicht, sondern habe irgendwas gesucht, wo ich speziell Spiele und auch meinetwegen Filme oder CDs, also wo ich wirklich alles in einem habe. Mhm. Und ein bisschen hier gelesen, ein bisschen da gelesen und da bin ich zu einer App gekommen, die heißt auf iOS Fantastic Library, beziehungsweise die Unterschrift der App, wenn sie gezogen heißt Bibliothek. Ich weiß nicht, ob das der deutsche Name sein soll. Mhm. Und die hat den Vorteil, du scannst die Sachen einfach. Mhm. Also du machst quasi letztendlich einfach deine Kamera auf, nimmst das gute Stück in die Hand, scannst den Barcode, ja.
Und dann kannst du gucken, ob du das schon vielleicht hast oder ob du das noch nicht hast. Mhm. Ne? Der zeigt mir jetzt zum Beispiel an, das Comic, was ich eben in der Hand habe, das habe ich schon. Oder möchte ich den Eintrag vielleicht nochmal in meine Bücher, in meine Bibliothek, und dann scannt er die Daten ein. Mhm. Und Daten, die du nicht hast, kannst du auch selber anlegen. Also der sagt mir, ich habe jetzt zum Beispiel diverse ältere Spiele. Ja. Da war das natürlich mit, erstens haben die keinen Barcode, weil die Packungen meistens weg sind davon. Alte NES-Spiele oder sowas, da ist es, ja, kriegst du auch in Verpackung, aber das ist sehr teuer. Also ich habe sehr, sehr viele Lose, da ist kein Barcode drauf. Oder was weiß ich, meinetwegen, ich habe auch noch ein paar Atari 2600 Spiele hier rumliegen. Mhm. Da war das mit dem Barcode alles nicht so wirklich verbreitet. Und die sind nicht immer eingepflegt. Und dann machst du ein Foto davon und kannst die Daten, wenn du möchtest, gerne selber einlegen. Oder wenn dir die Daten, die da drin sind, nicht gefallen, na, dann kannst du die auch für dich bearbeiten und dann hast du das für dich. Du kannst es runterziehen per Tabelle, du kannst es in eine Dropbox schieben, das ist eigentlich sehr schön und attraktiv. Mhm. Und ansonsten, wenn du irgendwas nachguckst, dann gehst du einfach auf deine Sammlung, und dann kannst du da runterscrollen, kannst gucken, was du da drin hast, kannst das Ganze alphabetisch dir, was am meisten Sinn macht, dann anzeigen lassen. Und dann hast du das alles dabei, da hast du immer so ein kleines Coverbildchen. Und gerade, ich sag, für Comics müsste das eigentlich relativ gut funktionieren mit dem Barcode-Scannen, weil das ja alles neue Daten sind und die holen sich die Daten auch teilweise wahrscheinlich bei Amazon und anderen Anbietern. Und dann hast du das sehr, sehr übersichtlich einfach da drin, was du hast. Du kriegst auch so einen gewissen Counter, wie viele Sachen du von gewissen Bereichen einfach du hast. Also ich habe zum Beispiel eingestellt, mit Comics habe ich jetzt noch nicht großartig angefangen, nur zu Probezwecken, aber mir ging es jetzt tatsächlich um Spiele, was ich dann eher mal so auf dem Flohmarkt kaufe. Und ja, da zeigt er mir momentan Spiele 628 an. Okay. Ne, du siehst, da wird es dann langsam ein bisschen unübersichtlich, aber da gibt es natürlich noch viel wahnsinniger als mich. Das ist halt auch was ich im Laufe von Jahrzehnten jetzt so ein bisschen angesammelt habe, und da sind noch nicht alle drin, alte PC-Spiele oder sowas, die musst du dann jetzt nicht nochmal erfassen, ich mache nur Konsole. Und da kannst du dann gucken, schön nacheinander, was du da alles drin hast. Du kannst es auch filtern, kannst sagen, nur Spiele. Das Einzige, was mir jetzt noch nicht so gut gefällt, du kannst es schlecht nach Systemen filtern. Mhm. Also das ist immer nur als Spiel eingestellt und nicht als, was weiß ich, N64 oder PlayStation 2 Spiel oder was auch immer. Okay. Aber eigentlich macht das, wenn du Spiele zum Beispiel sammelst, auch Sinn, weil du manchmal Spiele auf verschiedenen Systemen hast. Also viele Spiele sind ja parallel erschienen. Also was weiß ich, die alte Xbox oder die PlayStation 2. Da sind Sachen einfach parallel erschienen und dann weißt du schon mal, auf welchem System hast und musst das nicht einfach einzeln nachgucken. Und ganz wichtig, habe ich festgestellt, eine schöne Funktion. Hier habe ich eine schöne Funktion gefunden, verliehen. Ja. Und da habe ich das jetzt einfach mal ausprobiert. Ah, ja. Und dann kannst du gucken, dass der Steffen zwei Spiele geliehen hat, quasi. Und da nimmt er zum Beispiel auch die Daten aus dem Telefonbuch. Dann kannst du sagen, wer hat das geliehen, okay. Und dann ordnet das ist eigentlich eine sehr das schöne Prinzip Sache. Das kenne ich tatsächlich, und zwar von einer anderen App, die ähnlich funktioniert. Ja. Und zwar MyMovies heißt die. Die habe ich halt in Anwendung für unsere ganzen Blu-rays und DVDs. Aber wahrscheinlich auch wieder nur für Filme halt. Nur und dafür dann. Das Gute daran fand ich wirklich, dass du da alles drin hast. Und so kann ich dann auch bei Filmen oder wenn ich lustig bin bei meinen CDs, wenn ich das irgendwann mal, kann ich einfach, und es ist dann sehr übersichtlich. Naja. Und es geht vor allem auch sackschnell. Ne? Du nimmst es in die Hand, macht Bing und dann kannst du schon mit dem nächsten weitermachen. Aber dennoch ergeben sich da mir Fragen. Und ja. zwar, erste Frage ist, weil du gerade gesagt hast mit den Spielen, da lässt sich jetzt nur nach Spielen sortieren und so weiter und so fort. Bei der App, die ich jetzt schon für die Filme in Gebrauch habe, gibt es die Funktion, dass du eigene Kategorien anlegen kannst. Gibt es da vielleicht auch sowas? Weil dann könntest du es ja ganz einfach, könntest du einfach noch den Tag PS4 dazu packen oder so. Das habe ich bei mir dann tatsächlich unterteilt in Zeichentrickfilme, in Realfilme, ja. in und so weiter und so fort. Das ginge wahrscheinlich, aber das war mir dann doch zu kompliziert. Also für mich, also nach der Überlegung, da ich verschiedene, also ich sammle nicht nur Nintendo, sondern wirklich querbeet. Ja. Und dann sehe ich halt, ich habe Silent. Ja, aber du gibst das wahrscheinlich einmal ein und dann kannst du es immer wieder auswählen, dann für dasjenige Spiel. Ja. Also, du siehst dann, genau, also ich gebe jetzt zum Beispiel ein, ich würde jetzt was suchen.
gebe jetzt mal einfach ein, weil ich es weiß, Silent Hill. Mhm. Und dann gibt er mir diverse Möglichkeiten, auch ohne, dass ich das kenne, sondern er zeigt mir die ganzen Filme davon an, die ganzen Spiele davon. Also das Grundprinzip ist genau gleich mit dem, was... Ja, das ist ja im Prinzip... Das ist ja, war ja bei Comic Hunters auch schon so ähnlich, ne? Und dann kannst du es anklicken und dann hast du das in der Sammlung. Such mal ein Spiel raus, was du jetzt hast. Was ich bereits habe. Ja. Hier, das zum Beispiel Silent Hill 3 ist hier. Dann geh mal drauf. Ja. Dann lass mich mal kurz gucken. Du kannst bis zu 9 Unterkategorien machen. Du kannst die Genres, zum Beispiel, kannst ihm sagen, das ist Horror. Genau. Musik, wähle ein Cover. Ja. Kannst du da jetzt wahrscheinlich. Nee. Da an der Stelle zumindest nicht, aber vielleicht kannst du hier unten nochmal irgendwo was. Ja. Zusätzliche Informationen vielleicht. Geht da also noch manchmal, gerade bei älteren Sachen hast du auch manchmal Daten, die für mich einfach nicht funktionieren, für wen anders aber schon. Also wenn ich, einer hat zum Beispiel, ich habe einige NES-Sachen in letzter Zeit gekauft. Und bei den NES-Sachen war es tatsächlich so, dass dann einer angefangen hat mit NES und dann den Spielname. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, weil du es dann nicht mehr alphabetisch suchen musst. Also kann gerne, was weiß ich, Super Mario NES eingeben, aber nicht NES Super Mario. Sonst kannst du es nicht suchen, das kannst du aber manuell für dich ändern und dann ist das halt in deinem Eintrag, ist das halt genau. So. Ja. Und für mich ist es eine wahnsinnig große Hilfe, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich vielleicht irgendwelche, was weiß ich, bei eBay verkauft einer 20 Spiele und ich gucke, ja, hab ich das vielleicht nicht oder so. Frage 2, gibt es eine Web-App dazu? Was, in Bezug auf was? Nee, kannst du dich auch irgendwie am Computer anloggen, über einen Browser oder? Das habe ich ehrlich. Oder gibt's sogar vielleicht eine Anwendung für einen PC? Das habe ich oder für, ehrlich für gesagt Macs. Noch nicht versucht, aber du kannst die Daten in andere Systeme meine exportieren. Fragen werden nicht beantwortet. Ja, weil sich das für mich einfach nicht ich will es ja bewusst nicht am Rechner nutzen, sondern in der mobilen Art und Weise. Ja, na klar, aber vielleicht ist das Pflegen dann doch am Computer wieder einfacher. Darauf will ich hinaus. Als alter erfahrener Datenbankpflege. Ich fand es hier nicht schwierig zu pflegen, ehrlich gesagt. Ja, ne, okay. Du kannst diese ganzen Sachen, bei mir ist zum Beispiel jetzt eingestellt, dass die Daten, das sind ja auch Datensätze mit einem Bild verknüpft, dass die automatisch dann zum Beispiel in meiner Dropbox liegen. Ja, dass ich da auch da immer drauf gucken kann, ist das was? Und da wirst du es wahrscheinlich auch manuell, aber wie gesagt, das ist nicht meine Anwendung. Ja, ich scannen oder es schnell am Handy eingeben, abfotografieren und fertig. Frage 3. Ja. Die wirst du mir sicherlich beantworten können, was kostet. Es gibt eine kostenlose Probeversion, da sagt er dann nach 15 Sachen, die du angelegen hast, so, jetzt hast du genug getestet, du kannst es auch mal zahlen und ich glaube, es war 1,99. Okay. Also es ist wirklich sehr moderater Preis und sehr nützlich ist es, wenn du wirklich neuere Sachen hast, Spiele, Filme, alles, wo ordentlicher Barcode hinten drauf ist. Wenn du zurückgehst und willst, sag ich mal, deine ganzen Zackhefte nachpflegen, dann wird es wahrscheinlich schwierig, weil da bist du wieder drauf angewiesen, hat er die Daten irgendwo schon von irgendwem. Ja, also bei einem anderen System kenne ich es halt so, dann kannst du was es nicht drin gibt, hinmelden. Dann gibt es dann dort wiederum Leute, die das dann einpflegen, also eine Community oder irgendwie. Die das dann auch entsprechend aufbereiten, dass das dann da reinpasst. Und dann hast du es dann innerhalb von wenigen Stunden bis wenigen Tagen hast du den Eintrag drin. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob es das auch da gibt. Aber ich werde die App auf jeden Fall mal antesten. Vielleicht kann ich dann das nächste Mal noch ein bisschen was ergänzen zu. Ich wollte gerade sagen, es gibt diese kostenlose App. Wie heißt die? Fantastic Library, beziehungsweise jetzt steht nur noch Bibliothek drunter, aber unter wenn du ja, Fantastic gut. Library. Das ist halt ein Kurznamen für iOS, weil iOS keinen langen Namen zulässt für Programme. Ja, ja okay. Ne? Und hol dir einfach mal die kostenlose und die wenn du deine Daten übernehmen willst, die kannst du von der auf die kannst du upgraden und dann hast du die ganz, als hättest du die von Anfang an die Kauf-App gehabt. Und also für mich ist es, gerade weil ich jetzt auch ein bisschen älter werde und ein bisschen vergesslicher, ist das eine sehr gute Hilfe. Das werde ich mal antesten für alles außer DVDs, weil da habe ich jetzt halt schon die andere im Gebrauch. Gut. Musik geht auch, also das ist alles durchaus schön gemacht hier. Also mir gefällt es gut und für mich ist eine große Hilfe, so wie es ist. Wollen wir über Comics sprechen? Oder? Wir können auch mal über Comics sprechen, ja. Damit der Name... oder über Cookies. Also ja.
Soll ich vielleicht beginnen? Aber erstmal habe ich hier noch ein Präsent für dich. Oh. Ne? Hier, das ist wahrscheinlich jetzt kann man es auslösen. Es ist das Fingertheater mit einem Goofy. Oh, ja. Ist aber schön. Ja, wurde in Hanau mal hergestellt, habe ich festgestellt, von einer Hanauer Firma. Mhm. Und es ist eine Goofy, weil der Steffen mit ja großer Puppen von Helly, ein neuer Superspaß. Scheint auch sehr alt zu sein, weil die restlichen Disney-Figuren, die hinten drauf sind, das sind alle, würde ich eher so sagen, Ende der 70er, Anfang der 80er, die da so dargestellt werden, also die sieben Zwerge im Einzelnen zum Beispiel und sowas. Ja. Da hast du keine neuen Disney oder Pixar oder sonst irgendwas. Ja. Da siehst du, was passiert, wenn ich nicht zur Comic-Con gehe. Da kaufe ich dir eine Goofy-Handpuppe, ne? Das ist aber schön. Ja, da, ja, da freue ich mich. Kannst du schön mit dir, kannst du dann wie Murdoch so mit dir selber reden, weißt du? Ja, mit Goofy dann halt. In ja. Ne? Dann muss ich dann meine neue gespaltene Persönlichkeit anlegen. Ja, genau. Sehr schön. Dir auf die Schulter Dank. Setzen, guten Freund, guten Goofy, bösen Goofy, ne? Gab's da bräuchte ich noch einen zweiten dann. Ja, das ist ein Erfolg. Du sollst nicht gierig werden. Du sollst nicht gierig werden. Aber würde auch mit Kato Kalo funktionieren dann, ne? Goofy der Gute. Na gut. Ja. Ich würde sagen, du fängst an, weil du hast erfahrungsgemäß und traditionellerweise wieder mehr. Ja. Aktuell bei DC ist ja der Einstieg in die neue Ära DC Rebirth. Mhm. Und aus langen Jahren, wo es noch Premium gab, wenn man was bei Panini abonniert hat, okay, habe ich ein Batman-Abo. Mhm. Und da flatterte mir jetzt zum Ende der Serie das Batman Rebirth Special ein. Mhm. Und wie gesagt, es droht darauf der Einstieg in die neue Ära bei DC. Und für mich wäre das ganz gut, weil ich die letzte Ära dann irgendwann angefangen habe zu ignorieren, weil es mich einfach nicht so interessiert hat. Die 52. Ja, außer Batman habe ich dann tatsächlich nichts mehr gelesen. Und die neue Geschichte wird in dem Fall gestaltet wieder von Scott Snyder. Ja, zusammen, ist geschrieben. Zusammen mit Tom King. Okay, andere Zeichner. Und Mikkel Janin, sagt mir jetzt nichts, ist in dem Fall jetzt auch nicht ganz so wichtig. Es gibt so einen kleinen Einstieg, wo das so ein bisschen erläutert wird von Peter Tanisch, der das sagt, hier, schön, neu, könnt ihr jetzt alles kaufen. Mhm. Dann gibt es noch ein kleines Anteasern für einen Flash, was da gerade so passiert, und dann startet die Geschichte, geht schon los. Und der neue Einstiegspunkt für den ambitionierten jungen Batman-Fan ist, dass Alfred draußen im Garten ist, Obst erntet. Mhm. Und dann kommt ihm ein junger afroamerikanischer Herr klingelt an der Tür, und der hat offensichtlich ein Angebot bekommen, und das Angebot hatte wohl von Batman bekommen, weil es handelt sich in diesem Fall um niemand anderen als eine neue Art Robin-Inkarnation. Kennst du ihn, Steffen? Hast du auch nicht gelesen, ne? Aus wie der, noch nicht. Muss ja erstmal New 52 noch aufarbeiten. Ja. Aber sieht für mich aus wie der Batwing. Der Sohn von Lucius Fox. Batwing? Hm. Also ich hätte gedacht, das ist ein junger Herr aus We Are Robin, was ich natürlich auch nicht gelesen habe. Okay. Und er wird jetzt hier so ein bisschen angelernt. Von Batman. Er hat da auch ein interessantes Kostüm dabei. Okay. Und er sagt ihm halt auch bewusst, das kommt auch vor, er zeigt so ein neues Kostüm mit gelb-schwarzen Spandex, also ist BVB-Style oder könnte auch ein altes X-Men-Kostüm sein. Mhm. Zeigt er ihm, und er sagt ihm, er sagt dann zu Batman, dass er nicht hier ist, um Robin zu sein, und Batman hat es auch nicht im Sinn und zeigt ihm dann das Kostüm, und da ist auch ein Batman-Symbol drauf. Mhm. Ne? Es ist für mich dadurch schon, dass du jetzt auch nachdenken könntest, wer könnte das jetzt sein, wer könnte das jetzt nicht sein, zeigt es mir eigentlich, dass ich das nicht als idealen Einstiegspunkt finde. Also okay, wir haben rechtzeitig Jim Gordon als Batman abgesetzt und Bruce Wayne wieder eingesetzt, dass da keiner durcheinander kommt, der das vielleicht nur aus dem einen oder anderen Film kennt. Aber jetzt diese besondere Situation, die wir durch We Are Robin und andere Geschichten in letzter Zeit hatten, die bedarf eigentlich schon ein bisschen mehr Erklärung, als hier drin ist. Also ich war ein bisschen verwirrt, da ich dem bis auf die Batman-Serie nicht gefolgt bin. Weiß ich jetzt, also für mich, wenn ich jetzt noch nie was davon gelesen hätte, wäre ich jetzt
nicht sofort gehypt da drauf. Ja? Mhm. Das weiß ich nicht. Also das höre ich tatsächlich vermehrt, dass Leute sagen, dass jetzt Rebirth jetzt eigentlich nicht so unbedingt der optimale Einstiegspunkt ist. Bei New 52 haben sie es damals halt geschickter gelöst, weil sie einfach mal fast einen kompletten Reboot gemacht haben. Ja. Aber Jim Gordon sieht jetzt halt auch geil, auch seine Batman-Phase ist vorbei und schon sieht er wieder aus wie der alte Aktenwälzer, der er eigentlich war. Zwischendurch war er mal als Junger, sah aus wie Flash Gordon, Flash Thompson bei den Marines und jetzt sieht er halt aus, wie er halt immer aussieht. Ne? Also zeichnerisch fand ich es ganz okay, das ist alles in Ordnung, was ich hier sehen darf, aber das hat mich, ehrlich gesagt, nicht so wirklich angefixt. Im zweiten Teil gibt's noch eine Leseprobe aus Harley Quinn, die sehr abgefahren ist, wo ein Alien rumläuft, was sich als Kuh verkleidet und so weiter und so fort. Ja, den habe ich mir dann sogar mal gekauft, einfach mal um. Viel Spaß und Spannung, aber auch das fixt mich jetzt nicht an. Und weiß ich nicht, also dass ich jetzt der offizielle Preis nur 2,99 ja, süß, also weiß ich nicht, du kriegst ein US-Heft und eine Leseprobe von Harley Quinn dazu, weil wenn ich jetzt kompletter Neuleser wäre, würde ich sagen, also das bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Mhm. Also das ist schade eigentlich. Ich hatte mir da, also die letzten Batman-Sachen haben mir dann überraschenderweise doch ein bisschen Spaß gemacht. War denn für den US-Heftpreis auch 2,99 damals? Was auf dem Heft ursprünglich drauf stand, oder was? Das kann ich dir jetzt so nicht verraten. US-Heft, meine ich. Es kommen ja jetzt diverse Serien. Dann wäre es ja im Grunde derselbe Preis wie da auch, ne? Eigentlich. Ja, aber... Und das ohne... Oder ist da Werbung drin noch groß? Hier? Außer jetzt für Handel. Nur Eigenprodukte. Ja. Nur Eigenprodukte. Aber nichtsdestotrotz, da hat man auch schon andere Zeiten erlebt bei Batman. Gucken wir halt mal, wie das ist. Es prangt wieder natürlich, wie könnte es anders sein, eine große 1 da drauf, obwohl das ein Special ist. Was nimmt sich dann jeder mit natürlich. Ja. Nummer 1 von dem Heft. Ja, aber es reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Es sind schöne Elemente drin, die man kennt, wie Bruce Wayne trainiert und Lucius Fox kommt drin vor. Mhm. Aber es ist jetzt nicht, wo ich sage, geile Geschichte, da will ich jetzt sofort mehr wissen und wissen, wie es weitergeht. Also überhaupt nicht. Da bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu sagst. Es gab ja dann gratis dazu, da haben sich dann wiederum nicht lumpen lassen, weitere Leseproben, nämlich DC Rebirth, die neuen Comic-Serien. Ja. Hast du dir das schon mal zu Gemüte geführt? Ich hab's mal durchgeblättert, ganz grob, ja. Gab's gratis jetzt in dem Comic-Shop eures Vertrauens zu erwerben, gratis Exemplar, nicht zum Verkauf bestimmt. Und da sind diverse Serien drin, nämlich Batman Detective Comics 1 ist drin. Es ist drin Justice League 1. Das hat, glaube ich, hat das nicht der Comiker schon auf YouTube zerrissen? Das könntest du mal unten drunter verlinken. Da hat er schon sich über die Justizliga dementsprechend geäußert, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Superman 1 ist drin und natürlich die Serie zu unser aller Lieblingsfilms, die Suicide Squad. Ja, aber auch da, also ich finde es schön, jetzt in dem Detective Comics haben wir gleich ein Aufeinandertreffen mit Azrael, eine Figur, der ich ja wohlwollend verbunden bin, aus alten Tagen. Ja, kann man machen, sieht okay aus. Achtung, Spoiler. Spoiler tritt auf. Spoiler tritt auch aus. Spoiler ist aber ganz schön weiblich geworden mit der Zwischenzeit. Ja. Junge, wir kennen sie noch als junges Girl. Naja. Ne? Und mittlerweile ist sie dann doch zu einer Frau herangewachsen, was ich ja potenziell eigentlich ganz gut finde, dass es eine Entwicklung zu sehen gibt. Das Problem ist, wenn DC diese Entwicklung immer durch neue Crisis immer wieder zerstört. Ne? Wobei er dann Batgirl zuletzt jünger dann aussah eigentlich, als Spoiler. Ne? Bei Superman sehen wir dann unseren alten Freund Lex Luthor austreten, der sich mal schön in einer wie soll ich das sagen, Iron Man Rüstung ohne Helm, aber mit Superman Stil in dem Fall, wird es besser passen. Ja, okay. Also es sieht sehr nach der Rüstung von Steel aus damals, nur dass er jetzt halt noch ein paar rote Aspekte mit reingebracht hat. Ja, und da haben wir dann gleich Doomsday nochmal abgefeiert, aber das ist ja alle drauf. Es ist ja auch nicht so, dass das mit Doomsday lange nicht gesehen hätten, ne? Weil der tauchte ja vor kurzem auf. Es ist allerdings Doomsday Fragezeichen Ausrufezeichen. Also es könnte Doomsday sein, aber das wirklich unter diesem Kostüm ist, was dann doch sehr viel verhüllt, wird sich dann zeigen. Und Green Lantern
haben wir natürlich unsere zwei neuen Lanterns von der Erde. Mhm. Ne? Jetzt sind wir ja auch in weiblicher Begleitung, wenn ich das hier richtig sehe. Mhm. Ja, natürlich Aufeinandertreffen von Flash und so weiter mit der Justizliga, wie sich der Komiker ausdrückt. Es optisch finde ich das alles sehr gelungen, was ich hier so sehe. Hier haben wir bei Justice League haben wir auch eine Wonder Woman, die ich eigentlich ganz gelungen finde in dem Outfit. Wir sehen jetzt auch wieder die Dame, wie heißt die da? Amanda Waller. Amanda Waller ist jetzt auch jetzt doch wieder ein bisschen dicklich, wie sie eigentlich war. Zwischenzeitlich komplett in Modelfigur gedreht, jetzt wieder dicklich, was ich sehr gut finde, weil du weißt, ich mag keine Makeovers von irgendwelchen Figuren, die ich mir seit Jahrzehnten so vorstelle und die dann komplett anders aussehen. Und auch bei der Suicide Squad treffen alte Bekannte wieder. Killer Croc sehe ich hier. Und natürlich Harley Quinn dabei, logisch. Aber es ist jetzt auch auf den ersten Blick nichts dabei, wo ich sage, das muss ich sofort haben. Captain Boomerang? Ja. Captain Boomerang. Und es ist jetzt auf den ersten Blick jetzt tatsächlich nichts dabei, wo ich sofort zuschlagen würde. Hast du dein Abo-Verhalten hier noch irgendwie geändert? Ich nehme an, Green Lantern hast du nach wie vor im Abo. Ja, ne? Also Green Lantern-Reihen und die Batman-Reihen, die habe ich, also die Batman auf dem Titel haben, die habe ich weiterhin im Abo. Ja. Alles andere gucke ich mir einfach erstmal an. Ja. Und kaufe das dann so. Also viele sind ja Sonderbände oder also Trade-Paperback-Formate mittlerweile und da kann man ja dann auch sagen, okay, wenn ich mir da jetzt eins kaufe, dann habe ich da eine abgeschlossene Geschichte erstmal für sich allein stehen und damit kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Apropos abgeschlossene Geschichte. Du hast ja auch was mit DC-Bezug gelesen hier, ne? Ja, ich dachte, nachdem das damals in den USA schon angekündigt wurde, klang das sehr interessant. Und zwar handelt es sich um Superman American Alien. Du hattest ja, als wir damals so ein bisschen durch die Panini-Vorschau geblättert haben und ich gesagt habe, hier, das hole ich mir, hast du gesagt, naja, schon wieder eine Superman-Neudefinition. Damit hattest du natürlich recht, weil nichts anderes ist das. Das hangelt sich hier aber diesmal ein bisschen episodenhaft so durch die jungen Jahre des Clark Kent. Am Anfang fängt es natürlich an mit, er ist noch ein Junge und die Kräfte fangen an herauszukommen. Die Säfte? Die Kräfte. Ach so, okay. Die Kräfte, ja. Schön, nicht wie bei uns die normale Pubertät, sondern dann halt die Superpubertät. Ja. Ja. Und er ist dann halt so in dem in der Verlegenheit, mit seinen Eltern irgendwie klarzukommen, weil die kennen die Situation ja so jetzt auch nicht. Ja. Und und so entwickelt sich das Ganze weiter. Also nächste Etappen sind dann halt sein Umzug nach Metropolis irgendwann, aber auch vorher noch gewisse Abenteuer in Smallville selbst und auf einer Yacht, auf der er plötzlich landet, weil er in einem Preisausschreiben eine Reise gewinnt und mit dem kleinen motorigen Propellermaschine stürzt man halt ins Meer und wo rettet man sich dann am besten? Auf der Yacht von Bruce Wayne zum Beispiel. Ja, und den kennt natürlich keiner und hat ihn nie gesehen, also wird Clark Kent zum Beispiel für Bruce Wayne gehalten. Naja, und so ein paar Verknüpfungen, also über Oli Queen und Bruce Wayne und dieses Dreigestirn schon mal, dieses männliche jetzt in dem Fall. Und später dann auch die erste Begegnung mit Lex Luthor in Metropolis und so weiter und so fort. Die erste Begegnung mit Lois Lane, das wird alles darin so episodenhaft halt erzählt. Allerdings bin ich sehr zwiegespalten. Also zum einen hatte ich neulich mal ein Gespräch mit einem Comic-Freund von mir, dass ja zu wenig Veränderungen stattfinden in so Neustarts. Also wir hatten es dann auch an dem Beispiel von New 52 praktisch. Also im Grunde, ja, man hat das Universum neu gestartet, aber
Man hat es ein bisschen aufmodernisiert, aber im Grunde hat man dieselben Geschichten wieder erzählt wie vor, was weiß ich, wie vielen Jahren schon, Jahrzehnten schon. Bei New 52? Ja. Mhm. Ne? Nicht? Würdest du nicht sagen? Ja, du weißt, ich habe das nicht so megamäßig verfolgt, aber der Nerd 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 Podcast, also dein Namensvetter, hat das neulich besprochen und da hat er im Speziellen gesagt, dass zum Beispiel bei Superman verschiedene Sachen, die sich massiv geändert haben bei dem New 52 Superman, dass zum Beispiel, dass er dann mit Wonder Woman zusammen war, statt mit Lois Lane, ja, okay. Und dass das kein Pärchen war. Und ja, okay. Was ja bei Superman eigentlich natürlich was Substanzielles ist. Ne? Hat man Kleinigkeiten da geändert. Und was substanziell ist, was man hier jetzt geändert hat, ist halt die Tatsache, dass Superman bzw. Clark Kent ja immer so ein bisschen als der Pfadfinder daherkam. Das ist jetzt hier überhaupt nicht der Fall zum Beispiel. Das hat man hier mal völlig ausgespart. Mhm. Komplett. Mhm. Und es ist ein interessanter Ansatz. Zum einen, ja, okay, gefällt mir gut. Clark Kent musst du ein bisschen mit sich hadern. Was mache ich mit den Kräften und so weiter und so fort? Was habe ich vor? Es ist auch eine komische Motivation dahinter, die möchte ich jetzt hier an der Stelle aber nicht verraten. Das soll dann jeder wirklich selber entdecken, dass er sich dazu entscheidet, Superman zu werden. Ist eine Motivation oder ein neuer Motivationsansatz dahinter, als wie es früher war. Also steht gar nicht jetzt so in allererster Linie, dass da, dass er helfen möchte, was er dann trotzdem tut. Also er hat schon, also der moralische Kompass ist schon da, ja. Also ich helfe den Leuten mit dieser Identität. Kleiner Nebeneffekt, was ist? Nix. Kleiner Nebeneffekt ist halt auch, dass man hier ein bisschen mal geswitcht hat, weil ursprünglich war es ja so, dass Superman auch ein bisschen die Inspiration war für Batman, also jetzt auf Metaebene gesehen. Das heißt, also Superman war zuerst da und dann haben Bill Finger und, nee, Quatsch, was sage ich jetzt? Bob Kane und der Zeichner damals. Ja. Dessen Name ich gerade wieder nicht weiß. Verdammte Axt. Haben sich so ein bisschen dadurch inspirieren lassen mit dem Cape und so weiter und so fort und haben dann halt Maske noch dazu gepackt und die Farben ein bisschen anders und so weiter und so fort. Und hier wird es komplett umgedreht, weil eine der ersten Aufeinandertreffen von Clark und Batman wiederum dazu führt, dass Clark in den Besitz des Capes von Batman kommt und dieses dann erstmal anlegt für eine gewisse Zeit. Nicht als Batman, sondern schon dieses S auf der Brust dann hat, aber in einer düsteren Variante, wenn man das so möchte. Mhm. Ja. Es ist ein interessanter Ansatz, das Ganze mal zu lesen. Allerdings führt es halt auch nirgendwo hin. Also es heißt, gut, das wird die Interpretation wird da erzählt in diesem Band, aber das war es dann halt auch. Das ist nicht gleichbedeutend jetzt mit der Rebirth-Geschichte, nein, weil sonst hätten sie das bestimmt drauf gedruckt, hat, ne? Genau, das hat für sich alleinstehende. Das ist für sich alleinstehend, es hat keine Konsequenzen, das ganze Ding. Okay. Ich habe es jetzt ein bisschen durchgeblättert. Da stehen ja prächtige Namen drauf. Ja, also, da sollte man noch mal zumindest zwei erwähnen. Das ist Jay Lee zum einen und Francis Manapul, die sich damit ausgetobt haben als Zeichner. Ja, auch es Jock. Auch, Jock. Ja, also das ist, es wird auch jede Geschichte von einem anderen Zeichner gezeichnet. Max Landis hat das Ganze geschrieben, komplett durch. Und Max Landis hat mir dann irgendwie, der Name kam mir irgendwie bekannt vor. Da habe ich nochmal nachgeguckt. Es war tatsächlich so, dass das der Drehbuchautor war von The Chronicles. Mhm. Oder The Chronicle. Wo auch drei Jugendliche durch einen, ich glaube, Meteoritensplitter war das. Man möge mich verbessern, wenn ich hier falsch liege. Also dann irgendwelche Superkräfte bekommen haben und sich dabei im Grunde selbst filmen die ganze Zeit. Und auch so der Umgang mit Clark und seinen Freunden, die dann ihn auch mal in Metropolis besuchen kommen. Also Pete Ross ist einer und der andere ist, glaube ich, Kenny Braverman oder wie er heißt. Ich glaube, da wird er jetzt auch nur Kenny genannt. Deswegen bin ich mir da gerade unsicher, ob das derjenige ist. Ja, als die dann nach Metropolis kommen, die wissen halt alle davon. Ne? Mhm. Also auch fast ganz Smallville weiß im Grunde, dass er die Kräfte hat. Und so dieses ganze, das ganze Miteinander hat mich dann doch sehr an den Film erinnert, irgendwie. Also er drückt da schon so ein bisschen seinen Stempel drauf, ja. Mhm. Und versucht da auch so ein bisschen das in die Richtung
gehen zu lassen. Natürlich nicht so mit der Holzfäller-Methode, aber in Nuancen erkennt man das Ganze. Hm. Wie gesagt, der relativ lockere Umgang von Clark selbst. Wie gesagt, der moralische Kompass ist auf der richtigen Seite, aber ja, er geht es halt einfach lockerer an, nicht so pfadfinderhaft, wie das bisher der Fall war. Mich reißt das immer so ein bisschen raus. Ein bisschen Badass-mäßig unterwegs zum Teil. Mich reißt das immer so ein bisschen raus, wenn die Zeichner so von Heft zu Heft ja. Weil, also ich gewöhne mich an den Look von der Serie. Mhm. Ich sag mal, hier vorne ist jemand dabei, der Tommy Lee Edwards, wo das alles so ein bisschen dreckiger, rauer wirkt. Und gleich dahinter kloppen sie rein. hier Joelle Jones. Mhm. Und da geht es schon in eine cartoonige Art und Weise. Ja. Sehr glatt, sehr flächig koloriert. Ja, ja. Und okay, dann geht zwar, Jay Lee ist natürlich eine Geschichte für sich. Ja. Wobei, also wenn ich das hier so überfliege, haben wir den auch schon epischer gesehen halt. Ne? Also da hat er, wenn ich so mir das Gesamtding, hatte Jay Lee jetzt nicht allzu viel Zeit, um sein Heft zu machen. Ich nehme an, das ist natürlich ein bisschen produktionsbedingt. Ja. Steve Dillon, ja. Dann als nächstes nach Jay Lee. Ja, Steve Dillon ist hier dabei. Hier. Ach hier. Ja, also nur Einseiter. Einseiter, ne? Ja. Ja, okay, da ist dann immer. Also, kann ein Konzept sein, mich bringt dieses Konzept aber immer so ein bisschen raus. Das vor allem nicht mal ein vollendetes Konzept, ja. Weil du hast diese Einseiter, hast du in den ersten drei Heften oder so und dann später nicht mehr. Naja, du darfst mich mal auf die Warteliste für das Ausleihen des Bandes setzen. Was ich hier noch eine schöne Geschichte finde, ist hier gleich direkt nach dem ersten Kapitel. Da kann man mal ein bisschen so wimmelbildmäßig sich das Ganze angucken. Und zwar. Gibt es dann hier diese naja, Wandzeitung, diesen teilweise Schreibtisch, der wohl den Kents gehört, also den Eltern von Clark. Mhm. Was sie sich denn da haben so einfallen lassen, damit das alles relativ natürlich aussieht, dass sie ihn also natürlich bekommen haben. Ja, also eine bedingte Empfehlung. Für alle, die den Superman einfach mal komplett neu entdecken wollen und was Abgeschlossenes haben wollen, auf jeden Fall. Und für andere, die zu sehr mit Superman sozialisiert sind, wie er ist, oder wie er sich so über die Jahrzehnte entwickelt hat, ist es eher schwierig, sage ich mal. Ja. Ja. Genau. Ich bin gespannt. Mhm. Gespannt bin ich auch. Oh. Auf den 13. Mai dieses Jahres, da ist nämlich wieder der Gratis-Comic-Tag. Mhm. In den letzten Jahren war mir eigentlich positiv gestimmt, dass wir immer mehr vom Gratis-Leseprobentag hin wegkommen oder oftmals davon wegkommen und zu vollwertigen Ausgaben von Alben zum Beispiel und sowas. Ich habe im Anschluss auch noch ein paar Gratis-Comic-Tags-Exemplare der letzten Jahre gelesen. Die lagerten in der Comickiste und ich arbeite mich ja so langsam nach vorne und da waren ein paar Sachen, die ich dann einfach schlicht und einfach reingelegt und vergessen habe, aber die sollen nicht unbesprochen bleiben. Hast du schon mal ein bisschen geschaut, was da für dich was wäre in diesem Sammelsurium? Was habe ich mir oder was würde ich mir raussuchen? Gaston ist eigentlich so ein Klassiker, aber da habe ich irgendwie auch diesen Schuber zu Hause, wo irgendwie alle drin sind, wäre vielleicht trotzdem noch ein Blick wert. Sherlock würde mich mal interessieren. Das ist die Manga-Variante davon. Ja, würde ich einfach mal reingucken, wie es aufgemacht ist. Was haben wir noch? Paper Girls kenne ich halt schon. Slane, die Bestie im Broch. Ja, das wäre mal was, da kann man mal reingucken. Slane gab es ja schon mal auf Deutsch. Okay. Ne? Das ist eine britische Serie. Mhm. Ist halt so ein bisschen Conan-mäßige Geschichte. Mhm. Gut. Ja, sehr viel ist es jetzt wirklich nicht diesmal. Ehrlich? Was mich so jetzt hundertprozentig anspricht. Chin auf jeden Fall, da würde ich mal reingucken. Ralf König, ne? Ja. Was? Ralf König? Wo? Das ist nicht Ralf. Nein, Chin. Ach so, das war daneben, ne? Das ist der Herbst in der Hose. Wie konnte ich das verwechseln? Ja, das. Nein, es gab das, ja schon mal eine Gin-Geschichte von Ralf König. Das ist Verwirrung, sorry. Herbst in der Hose, da würde ich auch mal reingucken, sicherlich. Passt ja irgendwie. Dann
Wie meinst du? Silver. Erstes Kapitel, Finnegan. Auch eine Sache, wo ich mal reingucken möchte. Dann James Bond von Splitter, also Felix Leiter, habe ich noch gar nichts gelesen. Wäre dann auch mal was zum Probieren. Lady Mechanica, auch von Splitter. Also von Splitter eigentlich fast alle, die sie hier abgebildet haben. Die Sherlock Holmes geht, wie gesagt, auch immer ganz gut. Seneca Akte 1, die Ustica-Verschwörung von der Next Art. Würde ich mal reinblättern, eventuell, aber weiß ich noch nicht. Ja, ansonsten, Monster Energy ist ja nochmal eine Neuauflage. Gab's ja genauso schon mal. Ansonsten, was so das Cartoonige angeht, natürlich das Daniel Düsentrieb. Professor van Düsen sieht ganz interessant aus. Und ja, Blem müsste man eigentlich so traditionellerweise schon fast mitnehmen, ne? Ja. Und bei dir? Ja, also ich fand dieses Jahr, gesetzt den Fall, dass das vorliegende auch dann wirklich komplette Alben sind und dass das nicht nach 20 Seiten dann aufhört, wird es bei mir schon losgehen mit Saint-André, also Gilles Saint-André, eine seltsame Entführung vom Alpha-Werk. Der ist ein Bein in einem langen Strumpf mit Halter drauf. Das, ich weiß nicht, das um was es geht. Das natürlich an, von wegen Herbst. Ja, also die Schlüsselreize funktionieren noch. Gaston würde ich verneinen, wenn, würde ich mir den dann auch komplett holen. Und es ist ja schön, dass es nochmal rauskommt. Sherlock und so weiter, die Manga-Ecke eher nicht. Paper Girls ist wahrscheinlich dann auch nur das erste Heft. Wenig, logischerweise wenig reizvoll, aber auch als vollwertige Geschichte dann anzusehen auch, ne? Also ist ja ein US-Heft dann in dem Sinne. Was ich noch nicht wusste, ist, dass Predator vs. Judge Dredd bei Crosscut kommt. Das wäre nochmal was zum Reinschauen, wobei ich sage, da ist die Wahrscheinlichkeit doch schon wieder so hoch, dass ich mir das hole. Ja. Ja? Slane mochte ich damals. Das ist, glaube ich, Anfang der 2000er, wenn ich das richtig kam, gab es mehrere Bände auch auf Deutsch. Okay. Und was ich sehr interessant finde, ich hatte es ja letztens immer wieder von Wiechmann und Captain Terror, also Kapitän Terror, ist ja schon länger draußen und da gibt es jetzt auch eine Leserprobe. Für mich eignet sich das nicht, weil ich schon alte Ausgaben von Kapitän Terror habe, aber es wäre schön, wenn das den Verkauf da nochmal ankurbeln würde. Ne, wir sehen jetzt beziehungsweise Gratis-Comics von verschiedenen Sachen, die dann doch schon ein bisschen draußen sind, wie Kapitän Terror, das von dir angesprochene Monster Allergy von Danny Books ist schon länger draußen und auch Hilda und die Mitternachtsdetektive von Reprodukt. Mitternachtsriese. Genau, und im Detektiv, was war das, war eine andere Geschichte, sind schon längere Zeit draußen, aber ist vielleicht auch eine ganz gute Möglichkeit, um Serien, die man schon im Programm hat, einfach nochmal ein bisschen anzuschieben. Und das macht die Geschichte ja nicht schlechter. Ne? Da werden wir dazu noch kommen, denn ich habe ja die ein oder andere Leseprobe beziehungsweise das Gratisheft gelesen. Auch mich fixen dann sehr die Splitter-Geschichten an. Jetzt haben wir das böse G-Wort aber schon genug verwendet, um alle betrunken zu machen. Horrorschocker nehme ich mir traditionell mit. Ja. Plem Plem natürlich, ganz klar. Panini irgendwie nicht so. Ne? Ja. Doctor Who, My Love Story und Spider-Man Klonverschwörung und DC Rebirth, alles nicht so meins. Gut, die Spider-Man Klonverschwörung, das würde ich mir so interessehalber vielleicht nochmal angucken, aber Ja. Und da bin ich dann schon bei Schreiber und Leser mit Silver 1 und Gin. Also es wären Sachen, die mich da doch interessieren würden, sind gefühlt mehr, als mich letztes Jahr interessiert haben. Aber ich werde es vorher nochmal recherchieren, ob das auch wirklich vollwertige Bände sind oder ist es halt wirklich nur wieder 20, 30 Seiten und nicht das komplette Album mit, keine Ahnung, 44 Seiten. Aber denkt dran, geht einfach mal, schaut am 13. Mai beim Comic-Händler eures Vertrauens dabei, vielleicht ein Hinterteil, vielleicht ist er auch oftmals verbunden mit Signieraktionen und das ist eigentlich eine schöne Gelegenheit, um sich mal wieder im Laden sehen zu lassen und wünschenswert wäre es natürlich, ihr geht da nicht nur hin und räumt ein paar Gratis-Heftchen ab, sondern wenn euch irgendwas direkt da vor Ort gefällt, dann kann man das euch durchaus kaufen, denn ich sag mal, die Händler nehmen da doch ein bisschen
Geld in die Hand für so einen Tag. Ja, und genau. Ich denke, das kann man durchaus honorieren. Also mir wird jetzt zum Beispiel nicht einfallen, dass ich zu einer Signieraktion hingehe mit irgendeinem Band, den ich schon habe und würde mir dann nichts weiteres kaufen, weil ich denke, die Leute, die leben davon und ja, wir leben auch davon, dass wir da gute Leute in den Läden haben halt. Ne? Genau. Das kauft. Das ist ein Geben und Nehmen letztlich und also genau, da würde ich mich jetzt anschließen und gut, für diejenigen, die jetzt wirklich keinen Comicshop in der Nähe haben, aber wirklich auch nur für die, alle anderen gehen bitte gefälligst in den Comicshop und kaufen da auch was, gibt es noch den Hinweis, auch viele Versandhändler, Buchläden oder Versandhändler, ja. Ich wollte jetzt auf die Buchläden nochmal kommen, schließen sich da an und also die größeren Ketten auf jeden Fall und aber das, wie gesagt, auch nur, wenn ihr keinen Händler habt, den ihr unterstützen könnt. Ne? Genau. Ja. In dem Sinne habe ich natürlich noch ein paar Sachen der letzten Jahre durchgearbeitet. Ja. Vorn an noch ein ganz alter Klassiker vom Gratis-Comic-Tag 2014, Bruno Brasil. Ja. Auf dem Cover sehen wir hier einen Mann, der quasi so eine Wehrmachtsschirmmütze aufhat und unter ihm so ein paar Taucher. Man sieht schon am Cover, dass das doch schon ein bisschen älter ist und tatsächlich ist es aus den 60er Jahren, eine Agentenserie aus den 60er Jahren. Da geht es um einen Mord und um verschwundenes Gold von den Nazis und tatsächlich der Nazi, der auf dem Cover ist, taucht dann doch da auch nochmal auf. Bin ja eigentlich für ältere Sachen gut zu haben und ist auch wunderschön gezeichnet, aber es ist sehr dieser Stil von wirklich alten Agentengeschichten, die man teilweise noch in Schwarz-Weiß gesehen hat. Stellen wir uns das Ganze ein bisschen vor wie James Bond mit ein bisschen weniger Witz. Und das ist Bruno Brasil, der Heil, der zweimal starb. Sicherlich noch zu bekommen. Dieses Gratis-Comic ist auch eine vollkommen abgeschlossene Geschichte. Stößchen. Mich hat's nicht so abgeholt, dass ich dann sage, ich hole mir die Gesamtausgaben für 30 Euro. Das weiterlesen würdest, ne? Ja, also ich... ja, das schon, oder was? Aber nicht für den Preis. Ich fand's nicht schlecht, aber das ist auch wieder so eine Preissache. Ähm, 30, das überlegst du dir schon mal, ob du das überlegst oder nicht. Ja. Ne? Also wenn jetzt 20 für drei Alben, die da drin wären, dann hätte ich gesagt, jawohl, aber man muss auch sehen, dass das doch... sehr wie eine klassische 60er Jahre Agentenstory einfach gehalten ist. Und also für mich sowieso nichts. Für dich wäre es nichts. Goofy kommt auch nicht drin vor. Nee, das ist... da muss ich dann nochmal was... Ja. Ja, das ist ja, glaube ich, ist es auch zackmäßige Geschichte, die in diesem Rahmen damals auch so erschienen ist. Da gibt es ja viele, viele Fans von und grundsätzlich natürlich gut, dass das nochmal erschienen ist, aber da gibt es andere Serien aus dieser Zeit, die mich dann einfach mehr abholen, weil vom Thema her. Aber an und für sich vollwertiger Comic und auch gut mitzunehmen. Die Gratis-Comic-Tag-Hefte sollen natürlich nicht verkauft werden, aber wie oft sieht man sowas für 1 Euro bei eBay oder kriegt es vielleicht doch noch bei seinem Comic-Händler des Vertrauens? Und da kann man das durchaus mal mitnehmen. Also, oder natürlich in die Bände irgendwo reinlesen, wobei es davon ja noch die klassischen Bände für sehr, sehr wenig Geld dann auch noch gibt. Also wenn du dir ein altes, weiß nicht, wo das erschienen ist, ob das auch schon vorher bei Ehaber erschienen ist, aber solche Sachen, die kriegst du natürlich durch die Sammelbände jetzt wirklich nachgeworfen. Ne? Da haben wir ja alle Stichwörter beisammen. Mach ich mal einen ganz kurzen Einwurf. Apropos Ehaber, alte Comics und Goofy. Oh Mann. dieser Tage erschienen ist Mickey Mouse, das lustige Taschenbuch präsentiert, glaube ich, ist die Reihe. Es ist so eine, auch fast Prestige-Reihe vom lustigen Taschenbuch, wobei ich da jetzt sagen muss, also es ist ein bisschen, ich glaube, es ist ein bisschen größer als das normale Taschenbuch, lustige Taschenbuch, aber es ist jetzt auch nicht wirklich, also es hat gut, es hat so ein leichtes Prägecover und so was. Und in dieser Reihe, die letztes Jahr die Geschichten aus Amerika drin hatte, sind diesmal zwei Ausgaben erschienen mit der komischen Historie von Goofy, also jener Serie, von der ich immer wieder schwärme, weil die mich dann mehr oder weniger zum Goofy-Fan gemacht hat damals. Da sind jetzt nahezu zwei komplette Alben drin von dieser Neuauflage, die es damals nochmal gab, von dieser Hardcover-Auflage, wo dann
auch, glaube ich, 4 Alben jeweils drin waren. Mhm. Hier nochmal ein bisschen durchmischt, also nicht exakt der gleiche Inhalt wie im ersten Band von der alten Reihe oder von der Zwischenreihe, sag ich mal, da drin, sondern dann nochmal irgendwie eine andere Geschichte, damit ein bisschen Abwechslung drin ist, aber keine neue Geschichte oder irgendwas, sondern wirklich nochmal Abdrucke davon. Und wem die Komplettausgabe oder die Werksausgabe, wenn man es so nennen möchte, damals zu teuer war und der jetzt einfach mal so ein bisschen reinlesen möchte in die Geschichten, ist das eigentlich optimal. Also das lustige Taschenbuch präsentiert, gibt es 2 Bände und die gibt es auch in so einem Schuber komplett mit nochmal irgendwelchen Magneten dabei und sowas. Also da gerne mal reinlesen. Jetzt darfst du wieder weitermachen. Mhm. Ja, aus dem letztjährigen Gratis-Comic-Tag sind die nächsten 3 Sachen. Das ist einmal Star Wars Kanan, also der letzte Padawan, wir erinnern uns. Da wurde er ziemlich gemordet und er ist übrig geblieben. Mhm. Und da sind 2 US-Hefte drin. Einmal, wo der Kanan die Bekanntschaft einer jungen Dame macht. Und ein komplett anderer Stil, nämlich von Ingo Römling im leicht cartoonigen, der, ne, so viele deutsche Star Wars-Zeichner haben ja hinten dran gehangen. Leider muss ich sagen, leider sind das immer nur wirklich da so Ausschnitt. Also schön, dass beides drin ist, dass du beides reingucken kannst, aber kaum hatte ich die erste Geschichte an den Haken, würdest du gern sehen, wie es weitergeht. Und dann kommt die 2. Geschichte, sieht ganz anders aus und ist auch nicht, ja, die hat tatsächlich dann doch sowas wie ein Ende, sieht aber komplett dann wieder anders aus. Ja, also da wäre was Durchgehendes, hätte bei mir mehr gefunzt. Also das ist nicht schlecht, als Appetizer, aber nicht 100% so, wie ich den Gratis-Comic-Tag ansehe. Mhm. Ne? Mhm. Ein weiteres Ding, was nicht abgeschlossen ist, ist von Egmont Graphic Novel, das betitelte Love Addict. Und zwar ist es von Corin Shadmi, der auch schon ein paar andere deutsche Comics veröffentlicht, also ist kein Deutscher, aber der auch schon, der so einen Woody Allen-mäßigen Charakter in seiner Graphic Novel darstellt, der sich mit verschiedenen Mädels datet. Und da auch das ganze Spektrum der weiblichen Welt so ein bisschen kennenlernt, aber auf eher eine groteske Art und Weise. Also er nähert sich erstmal damit, dass er versucht, erstmal ein vernünftiges Profilfoto zu machen, was sehr schwierig ist, wenn du halt so ein bisschen aussiehst wie Woody Allen. Und er hat dann so ein sehr bürstfreudigen Kumpel, der dann das alles schon durch hat und ihm dann Tipps gibt und er kriegt tatsächlich dann mal Nachrichten und macht dann ein Date aus mit einer Tante. Ja, die scheint so ein bisschen alkoholikermäßig zu sein, ne? Alles, was man sieht eigentlich nicht so schlecht aus, muss ich sagen, aber je alkoholisierter sie wird, umso zugänglicher wird sie dann auch und das Erwachen am nächsten Tag ist dann halt nicht so schön. Des Weiteren trifft er sich dann mit einer Dame, die sieht dann halt doch mal ein bisschen schwerer aus, als sie sich auf ihren Profilbild dargestellt hat. Also es ist entweder ein sehr altes Bild oder sie hat sich so günstig fotografiert, dass man ihr nicht ansieht, dass sie eine 3-stellige Kilozahl mit sich rumschleppt. Ne? Da hat er sich sicherlich auch ein bisschen was anderes erwartet. Dann trifft er eine Dame, die er eigentlich ganz nett findet, die aber schon sehr deutliche Vorstellungen von ihrer Zukunft hat, ne? Fortpflanzung und so weiter, ne? Wir wissen ja, dass es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Damen ab dem Alter von 27 Jahren dann oftmals dann ein bisschen Torschlusspanik kriegen und ein bisschen Vermehrung auf den Plan gerne bringen. Also konnte ich schon mehrfach in der wilden Jugend erforschen, ne? Lange Rede, kurzer Sinn, er trifft da einige Damen und ich finde es auch schön und lustig gemacht, ist aber dann an und für sich auch wieder nicht abgeschlossen. Es gibt die dazu passende Graphic Novel, gibt es zu kaufen und ich glaube, die war auch nicht ganz günstig, die kam, glaube ich, auch auf 25 oder 30 Euro, dass ich dann auch das ist halt wieder, was ist ein Wert? Ne? Ja. Also die Zeichnungen sind auch, man stelle sich einen gezeichneten Woody Allen-Film so ein bisschen vor.
Manche der Damen sehen sehr, sehr lebensnah aus, manche sind ein bisschen cartooniger. Das wäre so ein Kandidat, wenn ich den günstig schießen kann, dann würde ich ihn mitnehmen. Aber das Preis-Leistungs-Ding, weiß ich nicht, ob das da so wirklich anzieht. Da sind ziemlich viele Sachen drin aus dem Verlagsprogramm, die es günstiger gibt, wo eine ähnliche Seitenzahl, da ist es dann auch ein dicker Band, wenn der wirklich fertig ist. Aber hier, ich fühlte mich gut unterhalten, aber ob ich da 25, 30 Euro Ocken da raushauen möchte, das wage ich dann doch eher zu bezweifeln. Mhm. Ne? Hinten drauf ist zum Beispiel Werbung für die Ignoranten, was richtig ein guter Comic war, mit 272 Seiten, und da sind wir auch bei 299 Euro. Also 29,99 Euro. Ja. Und also ich bin da hin und her gerissen. Natürlich bezahle ich gern für irgendwas, was mir Spaß macht, Geld, aber es gibt so innerlich so eine gewisse Grenze, wo ich dann sage, okay, wenn du früher gesagt hättest, für ein Comicband auch mit vielen Seiten gibst du mal 60 Mack aus, da hätten dich alle verwirrt angeguckt. Ja, also das, mal gucken, vielleicht finde ich das Ding irgendwann und schieße das günstig bei eBay. Das Problem ist, wer sich sowas kauft, behält es auch meistens. Also das ist nichts, was du dir kaufst, um es wieder zu verkaufen. So, last but not least sind wir beim Verlag Reprodukt, von uns immer sehr geschätzt, und die haben ja nicht nur sogenannte Graphic Novels im Angebot, sondern die haben auch diverse Albenserien, zum Beispiel von Christoph Blanc, Isaac der Pirat. Und da sind schon 5 Bände vorne im Band abgebildet, also es ist auch schon eine Reihe, die länger läuft, und tatsächlich dann auch wieder so ein Band, den man genommen hat, um einfach zu sagen, hier, wir haben eine schöne Serie, das ist schon ein bisschen was zu entschieden, und wir schenken dir jetzt den ersten Band, vielleicht hast du Bock auf die nächsten. Und das spielt im, ich sag mal Frankreich, vielleicht nach der Renaissance, so in dem Dreh, ne, 17., 18., 19., keine Ahnung, Jahrhundert, so genau kann ich das nicht festmachen, wahrscheinlich eher so 18., und Isaac ist ein Maler. Okay. Und er lebt. Er ist ein Pirat. Ja, er wird Pirat. Also, jetzt Spoiler! Aber das heißt doch so. Ja, er lebt mit einer jungen, liebreizenden Dame zusammen, und es verstehen sich alles gut, bloß das Malerdasein ist naturgemäß keins, wo man unheimlich viel Kohle mit nach Hause nimmt. Auf Twitter kannst du regelmäßig davon lesen, wenn die jungen Maler der heutigen Zeit feststellen, dass irgendwie, dass das Kunstgeschäft doch keins ist, wo du in Saus und Braus leben kannst, und so war das damals auch schon. Und er hat so ein Faible für Seefahrerzeichnungen. Er interessiert sich megamäßig für Seefahrt, und da kommt auf irgendwann ein Seemann auf ihn zu, möchte ihn rekrutieren. Er sieht das Bild von ihm, wie er einen Kapitän gezeichnet hat, den er selber nie gesehen hat, und das Schiff. Und er sieht aber, dass er sich sehr damit beschäftigt hat, wie die Takelage gelegt ist, wie das ganze Schiff aufgebaut ist, das ganze und dem gefällt einfach das Bild. Und er engagiert ihn, mit auf dem Schiff zu kommen und dort quasi der Haus- und Hofmaler zu werden für vieles an Geld. Ja, und es stellt sich mit der Zeit heraus, dass das eigentlich das Schiff eines Piraten ist, der aber tatsächlich auch gezeichnet werden möchte. Das heißt, es kommt da auch zu einigen Seeschlachten. Es kommt aber auch zu guten Charaktermomenten, weil dieser Piratenkapitän, mit dem er dann unterwegs ist, der möchte eigentlich eher so ein bisschen Forscher sein, und er möchte, dass der Isaac da mitkommt und die Reise so ein bisschen dokumentiert. Und die Handlung springt so hin und her zwischen Isaac und seiner Frau. Die ist ja dann zurückgelassen in Frankreich, ist zwar alles abgesprochen, aber richtig gut kann man dafür von natürlich nicht leben, wenn der Mann dann auch noch weg ist. Und von ihrem kleinen Job, den sie hat, lebt sie dann nicht besonders gut und zieht dann bei einem gönnerhaften Herren ein, der sie eigentlich ganz gut findet. Wie sich das Ganze auflöst, wird in dem Band noch nicht geklärt. Aber das war jetzt der Band, der mir von den ganzen Gratis-Comic-Sachen am besten gefallen hat. Er ist abgeschlossen. Die Handlung ist natürlich nicht abgeschlossen, aber es ist ein komplettes Album, was da vorliegt. Und man hat das Gefühl, ein vollwertiges Heft oder einen vollwertigen Comic dann auch in der Hand zu haben. Ja. Der Zeichenstil ist ein bisschen,
ja, irritierend. Also die Damen sehen mal gerne mal sehr natürlich aus, aber der Isaac zum Beispiel, der hat einen sehr eckigen Kopf und eine mega spitze Nase, also richtig spitz wie im Sinne Geodreieck-mäßig. Der Herr, der Seefahrer, der ihn engagiert, der hat eine Nase, die sieht halt komplett cartoonig aus, während dann wieder andere Figuren auftreten, wo das nicht so stark abstrakt dargestellt ist, aber es passt irgendwie trotzdem alles zusammen und ja, es ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, ich will unbedingt wissen sofort, wie es weitergeht, aber diese Atmosphäre, die hier verkauft wird, ist sehr dicht, sehr stimmig. Und gucken wir doch mal, wo das Ganze dann landet. Und mit der Serie werde ich mich auf jeden Fall nochmal beschäftigen. Ne, das war mein kleiner Ausflug in die Gratis-Comic-Tag-Wühlkiste in meiner Comic-Kiste. Aber ich würde mal sagen, beim nächsten Mal wird man dann mal unsere Beute vergleichen, ne? Ob das dann wirklich so eingetroffen ist. Und dann, ja, vielleicht kann man dann auch schon zu den ein oder anderen Heft was sagen. Ich finde es immer schlimm, wenn ich lese, ja, mein Händler gibt mir pauschal alles. Wo ich so denke, wer braucht denn pauschal alles? Da sind schon Sachen, wo du als Sammler weißt, ich kaufe mir doch den Band sowieso. Warum muss ich dann noch, muss ich dann wirklich alles? Ich hab den Band vielleicht schon. Ja. Was soll das? Paper Girls. Was? Ich würde jetzt nie drauf kommen, mir Paper Girls mitzunehmen, weil kenne ich halt. Dann lieber irgendjemanden, der die Serie noch nicht kennt. Ja. Ne? Und dann hat er wenigstens davon und derjenige, das kann man natürlich machen, ne? Also man kann dann Sachen mitnehmen, die man empfehlen möchte, weil man die schon kennt und gibt die dann halt jemanden anders. Das ist dann wieder okay, ja, aber ja. Genau. Aber du möchtest dir auch noch was erwähnen. Oh, ich möchte auch noch was erzählen. Und zwar ein Comic-Klassiker hat jetzt mit Band 95 eine neue Veröffentlichung gehabt, und zwar Lucky Luke. Ja. Völlig aus der Reihe habe ich mir diesmal ein Hardcover-Band gekauft. Okay. Weil ich normalerweise hatte ich da immer die Softcover-Bände früher am Kiosk halt mitgenommen, logischerweise. Aber ich dachte halt, komm, so teuer sind die jetzt ja auch nicht. 12 €. Ja. Und Lucky Luke. Das gelobte Land ist jetzt halt einer der neueren Bände, natürlich von 8D gezeichnet. Oder 8D, ich weiß gar nicht, wie jetzt gesprochen wird. Und von Jules getextet. Mhm. Steht immer noch nach Morris drunter, ja. Das ist ja der Schöpfer von Lucky Luke. Und genau. Das gelobte Land handelt davon, dass ein befreundeter Viehtreiber von Lucky Luke seine weitere Verwandtschaft oder dass sich die weitere Verwandtschaft ankündigt, auch nach Amerika zu kommen. Wir sprechen ja von der großen Entdeckerzeit damals. Ja? Mhm. Also da sind dann viele Volksgruppen, sage ich mal, in die USA eingereist, und eine der Gruppen waren dann halt auch die jüdischen Familien. Mhm. Und um die geht's dann jetzt halt hier in diesem Band mal. Und das ist dann im Grunde eine jüdische Familie, die Lucky Luke dann halt in einem Planwagen im Grunde quer durchs Land bekleidet und dabei unterschiedliche Gebräuche eben diese Familie hautnah erlebt. Ja. Und natürlich geht es auch durch ein Indianerreservat und so weiter und so fort. Und also man hat zum einen auf der Seite von dieser jüdischen Familie den Kulturschock, den das Amerika der damaligen Zeit bietet, und auf der anderen Seite eben Lucky Luke, der sich wiederum so ein bisschen mit den Gebräuchen dieser Familie auseinandersetzt. Was hier drin ist, ist eine Seite, die sehr, sehr viele Hommagen und auch satirische Umsetzungen von bekannten jüdischen Leuten darstellt. Ich suche sie gerade, deswegen bin ich gerade ein bisschen stockend. Genau, diese hier. Man sieht im ersten Panel angedeutet Albert Einstein, der natürlich eigentlich viel später nach Amerika kam. Dann den Zusammenhang hier erkenne ich jetzt gerade nicht. Dann hat man hier die Marx Brothers, dann hat man hier den kenne ich jetzt auch nicht, aber das ist ein schönes Panel. Das kannst du dir mal angucken und mal kurz beschreiben, was man da sieht. Welches? Dieses hier. Das fand ich sehr schön.
Ja, also Panelüberschrift, wie die Sklaven aus Afrika, die Deutschen, Iren oder Italiener sollten sie der großen Geschichte der Vereinigten Staaten ihren Stempel aufdrücken. Da sind zwei Herren, der eine hat im Wildwestgewand, der eine hat eine Tasche, wo das Superman-Zeichen drauf ist und der andere hat eine Tasche, wo das Batman-Zeichen drauf ist und sie gehen in eine Stadt namens Gotham City. Ja. Und da steht als Hinweis noch für die Besucher: Fremder, schwör ab, wenn du den Helden spielen willst. Mhm. Ja, aber, Also das sind halt so die Art von Persiflagen, kann man sagen, von bekannten Persönlichkeiten, wie man sie ja sehr häufig hat in solchen Bänden. Also bei Lucky Luke sehr oft oder auch bei Asterix. Ich erinnere da nur immer als Beispiel sehr gerne an den Band Asterix bei den Briten, als da eine junge vierköpfige Band auftritt von Barden, die sehr, sehr stark an die Beatles erinnert natürlich. Ne? Mhm. Wir haben ja natürlich auch nicht zu der damaligen Zeit gelebt und ja, das ist jetzt halt immer so ein Ding hier drin. Aber es gibt auch Erwähnungen von tatsächlich bekannten Leuten aus der Gegend oder aus der Zeit. Berühmtes oder eins der berühmteren Beispiele sind natürlich die Dolphins selbst oder Billy the Kid und so weiter und so fort. Ja, die haben ja da alle ihren Auftritt immer drin. Er hört mir wieder nicht zu und fragt nachher dumme Fragen. Was? Ja, genau. Und zum Beispiel kommt ein Name oder wird ein Name erwähnt, der dir bestimmt auch irgendwas sagt. Im letzten Panel? Nee, das da. Charles Moses Strauss. Mhm. Sagt dir nichts? Von Levi's Strauss? Es ist Levi Strauss, mhm. Okay. Da steht jetzt aber nichts, jetzt nichts von Hosen, sondern es steht, dass er als erster Jude zum Bürgermeister einer amerikanischen Stadt gewählt. Mit den Hosen ist dann im Comic drin. Ah, okay. Ja. Das wollte ich jetzt auch jetzt hier nicht so. Ja. Hat das, okay. Mhm. Gut. Ja. Ist mal ein neues Thema, ne? Ja. Interessantes Thema und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Es wird natürlich mit vielen Klischees gespielt in dem Fall, aber jetzt nicht so, dass es zu abgedreht wird oder irgendwie zu anstrengend wird. Ja, also es hält sich alles schön im Rahmen und ich finde es eine gute Umsetzung mit dem Thema. Ja, ist interessant, wie die Darstellung des jüdischen Familienoberhauptes hier da, also in dem Kontext ist es natürlich lustig oder sowas, wenn du das jetzt einfach so in eine Karikatur reinbasteln würdest, also dem Mann mit dem dunklen Hut, dem langen Bart und der riesigen Nase, die auch noch ein bisschen eckig ist dazu, da sind wir hier im Land ja sehr sensibel, wenn wir solche Zeichnungen sehen, aber in diesem Umfeld, da hat das ja jeder, ne? Da ist es ganz normal, dass die Figuren da eine äußerst lange Nase haben und da kommt keiner auf den Gedanken, dass das hier irgendwie in Stürmernähe zu rücken wäre oder sowas. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, interessant das Thema mal aufzunehmen in so einem Cartoon und cartoonigen Comic. Und den kann ich dir auch da lassen, wenn du möchtest. Ja, ich bin jetzt nicht der größte Lucky Luke-Fan, aber da würde ich tatsächlich mal einen Blick riskieren. Ja, wie gesagt, ich bin es ja jetzt auch nicht. Also ich bin jetzt auch nicht so der Sammler, der jetzt wirklich jedes Album zu Hause haben muss. Aber so das eine oder andere kaufe ich mir dann halt doch mal. Und das hat mich jetzt auch so von der Thematik her angesprochen. Also von daher, habe ich da ganz gerne zugegriffen. Asté ist da zeichnungstechnisch auch sehr nah am Vorbild. Mhm. Ich meine, man erkennt, dass es nicht Morris irgendwie ist, aber er baut das jetzt nicht, wie wir das in dem Der Mann, der Lucky Luke erschoss oder so, dass es ganz anders ist, sondern da sind viele Stilelemente da, die wir einfach von Morris schon kennen. Und was mir hingegen jetzt aufgefallen ist, weil ich da nochmal einen Blick reingeworfen hatte, auch in den in die farbige Ausgabe von diesem Band von was hat sie gerade gesagt? Der Mann, der Lucky Luke erschoss. Mhm. Von wem gezeichnet gleich? Du hast den Band doch. Ja. Ja, aber Namen. Ja, egal. Von dem Franzose. Von dem anderen Franzose. Ja, Quatsch. Jedenfalls was ich dann im direkten Vergleich auch sehen konnte, ist dann doch, dass man sich bei der Koloration sehr am Original gehalten hatte, auch bei diesem Hommageband. Mhm. Ne? Ja. Gut. Also Kaufempfehlung von dir. Ja. Okay. Durchaus. Also Lucky Luke, wie gesagt, man kann eigentlich fast nichts falsch machen, aber
gerade den Band möchte ich mal besonders ans Herz legen. Ist mal eine schöne Grundvoraussetzung, die da geschaffen wird. Für was? Für die Geschichte. Achso, Geschichte. Du wolltest mich doch nur dahin locken. Ja. So, als letzten Band des heutigen Tages habe ich dann nochmal in mein Regal gegriffen und habe Frankenstein Underground rausgezogen aus dem Hause Crosscult. Und das Ganze erdacht hat der gute Mike Mignola, der natürlich uns allen bekannt ist von Hellboy, hat den Band aber nicht gezeichnet, sondern das Ganze hat Ben Stanback gezeichnet. Der hat mit ihm zum Beispiel, glaube ich, schon bei Buab zusammengearbeitet, der ektoplasmische Mann, und bei Baltimore. Aber das Cover ist schon von ihm, wie es aussieht. Das Cover sieht exakt so aus, wie wir uns Mignola vorstellen. Und die Cover hat er auch gestaltet. Mhm. Aber dann das Artwork im Inneren ist nicht von ihm. Sie haben da aber sehr nah zusammengearbeitet. Also wenn du das anguckst, du siehst, dass er es nicht ist. Es ist ein bisschen weniger eckig, als wir es von Mignola kennen. Aber die Koloration... Weniger silhouettenhaft auch, ne? Ja. So. Ja, aber die Koloration und alles, es geht schon stark in die Richtung, ohne es komplett zu imitieren. Und das Farbgebung ist relativ ähnlich beibehalten worden, würde ich mal so auf den ersten Blick sagen. Ne? Ja, es sind sehr viel, passend zur Geschichte, viele dunkle Farben. Und wenn irgendwas ein bisschen heller hervorsticht, dann ist es schon eher ein Blitz oder Blut oder sowas. Aber das macht ja nichts, weil die Geschichte, weil das passt sehr gut. Ja, da hast du versucht, da hast das du das ist, wenn man es weiß, dann hat uns kaputt gemacht. Wer auch immer das, wer hat das erwähnt? Irgendeiner von den Blem-Blem-Leuten war es. Genau, ich glaube, ja. Was ich glaube, es war Legacy. Nichtsdestotrotz, es handelt sich tatsächlich um den richtigen Frankenstein, wie wir es klassischen Vorlage kennen. Und das sieht hier ein bisschen weniger monsterhaft aus als auf der Vorlage von Mignola. Ist aber nicht so ein Hellboy-artiger muskelbepackter Mensch oder Wesen, sondern er ist eher ein großer Schmaler. Und ganz klar, man sieht die Nähte, wo die verschiedenen Körperteile zusammengenäht wurden. Man sieht Nieten, die er zum Beispiel im Hals hat, also nicht an der Stirn, sondern am Hals und in der Brust. Und wir erfahren, wie das im Laufe der Jahrhunderte für ihn war, verfolgt zu werden als Monster, manchmal war er auch im Zirkus ausgestellt. Es gibt zum Beispiel hier ein Panel, da gibt es in Mexiko 1955 hat er mal geboxt gegen Hellboy. Okay. Und da sieht man auch sehr gut die Unterschiede zwischen den beiden Figuren. Und das Leben hat ihm böse mitgespielt, die Liebe hat auch nicht so geklappt. Und er hat so ein bisschen Todeswunsch. Und passt komplett in das Mignola-Umfeld rein. Im Laufe der Jahrhunderte trifft er gern mal einen Vampir, aber auch andere mystische Wesen. Und das Underground im Titel, das kommt daher, weil er dann wirklich in den Underground runtersteigt. Und zwar ist das so eine Art unterirdischer Kult, wo es dann auch zu Begegnungen mit Dinosauriern kommt, aber auch so leicht indiomäßig ist das Ganze angehaucht. Und man braucht da, obwohl er eigentlich lieber tot sein will, seine Hilfe. Natürlich kommt das Ganze nicht aus, ohne auch die entsprechenden großen Schlägereien gegen große Monster, wie wir sie von Mignola gewohnt sind. Die beiden waren da sehr im Austausch, wie da was auszusehen hat. Und es gibt jede Menge Bonusmaterial wieder als Sketchbook betitelt, wo die Entwürfe drin sind und warum er sich und erläutert ist, warum er sich für den einen oder anderen Grafikvorschlag dann entschlossen hat oder halt auch nicht. Also das sehr, sehr umfangreich, wieder großformatig, Albenformat. So ein bisschen aus der Reihe, ne? Weil wenn, Hellboy aus diesem Universum, das ja ganz kommt, ist ja eher ein kleineren Format selbst. Ja, und diese Einzelbände, die macht er dann aber gerne, wie Baltimore war ja auch ein großer Band. Ah ja. Und rundes Werk, wer einfach mal Bock hat auf ein bisschen Mignola, ohne dass er die ganze Continuity von Hellboy dazu braucht, das ist ja schon massiv, was da erschienen ist in der Zwischenzeit. Ich habe mir jetzt den neuesten Ziegelstein dazu, habe ich mir auch geholt übrigens.
aus dem Hellboy-Universum, da ist auch wieder einiges drin, werde ich demnächst was zu sagen, aber ich habe so ein bisschen Angst, den zu lesen, weil es ist wirklich, damit kannst du wen erschlagen. Ne? Ja, aber, okay. Aber das hier steht gut für sich allein. Und ja, es sind auch ein paar Anspielungen dazu aus der Geschichte Hellboys, die man aber, glaube ich, nur kennt, wenn man sich wirklich sehr gut mit der Reihe auseinandergesetzt hat und das wirklich verinnerlicht hat. Es ist aber nicht so, dass es dann stört. Also, nee, dann irgendwie nee, überhaupt raus, nicht. Raus also es steht komplett für sich allein. Man freut sich, wenn man mal Hellboy boxen sieht zwischendurch. Aber an und für sich wirklich ein runder Band und ja, also Hellboy-Fans werden das sowieso zu Hause haben, das kann man sich aber, wenn man einfach nur mal reingucken will in diese Welt, gefällt mir das mit je überhaupt, dieses Horror-Thema, viel Düsterheit, Lovecraft-Elemente sind da drin verbaut, also das zeigt sehr schön und exemplarisch, wie Mignola tickt und da sieht man sehr, sehr deutlich den Einfluss, den er auch hat. Also klar, wünschenswert wäre es bei sowas immer, Mignola würde sowas selber gestalten, aber der hat ja nun viele andere Projekte und dafür, dass es nicht Mignola ist, ist er ziemlich nah dran. Der gute Ben Stanback. Ja. Sehr gut. Ne? Wäre das was für dich, Stan? Ich habe den sogar zu Hause. Ja. Sehr schön. Aber hast du noch nicht gelesen? Natürlich nicht. Man ja kommt zu nichts. Muss ja mein Image pflegen. Ne? Dann kommst du nichts. Ja, aber immerhin. Also ich lese jetzt auch schon weniger, aber so wenig wie du denn doch nicht. Ja, nee. Ich tatsächlich habe ich mir vorgenommen, einfach mal das irgendwie versuchen, irgendwie eine gewisse Regelmäßigkeit zu bringen. Also entweder, dass ich mich dann einfach mal samstags oder sonntags mal 2 Stunden hinsetze und dann einfach mal wirklich nur was durchlese. Das ist Da würde mich interessieren, wie die Zuhörer das machen. Wie macht ihr das in dieser mediendurchfluteten Welt? Mhm. Also ich sag mal, früher, TM, also früher war es ja durchaus so, dass man seine Comics 3, 4, 5, 10 Mal gelesen hat. Mhm. Wir hatten ja nichts nach dem Krieg. Ja, das stimmt. Ja? Ja, da kann ich mich auch war nicht erinnern. Ja, war ja alles ja gut, ihr hattet sowieso nichts. Ja. Also ich hatte wenigstens schon ein bisschen, aber gut, Digidex hattet ihr, ne? Aber naja, gut, also dadurch, gut, man hat Bezugsquellen gekannt, also in meinem Fall jetzt, aber ja. Aber nicht diese Menge, die du heute hast. Nee. Du kannst ja zum Beispiel sagen, du machst solche Dinge wie Marvel Unlimited und dann liest du einfach einen riesigen Berg oder auch, ich sag mal, auch wenn es nicht unbedingt immer neu sein muss, dann kannst du ja auf eBay kannst du für wenig Geld Unmengen von Comics beziehen, gerade wenn du noch nicht allzu viel gelesen hast. Und das war früher einfach nicht. Aber jetzt hat man eher die Not, dass man zu viele Sachen. Also ja, das stimmt. Und Millionen Spiele habe ich mittlerweile angesammelt und katalogisiert. Von Comics ganz zu schweigen, Filmen. Wenn du vielleicht noch, keine Ahnung, bei Netflix bist, Amazon Prime, dann hast du natürlich noch ein riesiges Portfolio an Filmen, Serien, die interessant sein können. Und das Problem ist tatsächlich nicht, es ist tatsächlich die Zeit zu finden, die Sachen, die man gut findet, rauszufiltern und das dann zu machen. Deswegen schreibt uns vielleicht in die Kommentare, bei Twitter, wie auch immer, über die E-Mail-Adresse. Ihr werdet das schon finden. Die jungen Leute wissen, wie das geht. Ne? Ja. Wie macht ihr das? Wie setzt ihr Prioritäten, wie ihr was konsumiert? Ja, das würde mich sehr interessieren, weil das schon ein bisschen... Vielleicht kann ich mir dann da auch mal noch was abgucken. Ja, ja also... Und auch weiterhin gilt... Wenn ihr einen Comic habt, gelesen habt, wo ihr sagt, oh, das haben die doch gar nicht erwähnt, das sollte man mal erwähnen, dann könnt ihr das auch uns auch gerne schreiben. Dann gucken wir halt mal, dass wir irgendwie an dasjenige Comic kommen oder vielleicht hat es auch schon jemand von uns beiden und ja, dann wird es auch gerne besprochen. Okay. Genau. Steffen. Dann sind wir eigentlich relativ durch, oder? Ja. Und was uns bleibt, ist, wir wünschen euch einen schönen gratis Comic-Tag. Wer hingeht, ein schönes Comic-Festival in München. Und ja, das war's eigentlich. Und noch was hinzuzufügen? Ja, alles Gute. Fallt nicht in den Schnee, um Emil mal zu zitieren. Ja. Macht's gut. Bis denn. We'll be right back.
Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.